So, ready to rumble. Hallo, Yeah. an Tag 2. Der Hallo. zweite Talk mit Alexandra Greive, oder im Volksmund auch Alex genannt. Genau. Ja, freut mich, dass ihr wieder da seid. Ich bin auch gespannt, was für alte Bekannte im Chat sind. Ah, Claudia, hallo. Genau, und wie es dann gleich heute weitergeht. Als Start würde ich sagen, um einen soften Start zu haben, fangen wir nochmal ganz kurz an, erzählen, also nicht so lang wie gestern, aber erzählen nochmal kurz, wer du bist, wo du herkommst, was du so treibst, was du so machst beruflich. Und wir zeigen nochmal eine Sache, würde ich sagen, aus deinem Portfolio, weil du hast gestern nur zwei Sachen gezeigt, um ein bisschen warm zu werden, dass ihr wisst, mit wem ihr es jetzt zu tun habt. Und dann würden wir auch gleich live wieder in XD springen und in das Projekt, was du uns ja, mit uns zusammen erarbeitest jetzt über die Tage. Und dann werden wir das, denke ich mal, für so eine grobe Stunde machen, dass wir wirklich mal hands-on arbeiten im Tool und auch nochmal deinen Prozess zeigen. Und dann hat ja auch eben schon Fabian begonnen mit Rufus zusammen, ein paar Portfolios zu reviewen. Und genau, das würden wir auch nochmal machen, so ein halbes Stündchen oder so. Super. Und da gucken wir einfach mal, was passiert. Neogene, Lady Janine, cool, alte Bekannte sind auch wieder da. Auch der Ameisenkaiser, ein treuer Gast. Über den Spitznamen unterhalten wir uns mal ein andermal, wo der herkommt. Genau. Und cool, dass ihr wieder dabei seid. Sehr Gut, gut, genau. also, Alex, vielleicht nochmal in aller Kürze. Wer bist du? Was treibst du so? Womit verdienst du dein Geld? Warum sitzt du überhaupt heute hier? Okay, Genau. genau. Also mein Name habt ihr jetzt ja gehört, genau. Ja. Ich bin UX-Designerin, eigentlich UX/UI-Designerin. Also man kann ein bisschen, wenn ihr gerade Fabian auch gehört habt, sagen, dass ich mich mit Fabian überschneide und seine Arbeit vielleicht dann so ein bisschen, wenn es ins Design-Detail geht, halt aufhört und ich dann halt komplett halt übernehme. Du kommst ja auch eher aus der visuellen Ecke, ne? So Genau, rum genau. war's Also ja. ich mache das Ganze schon seit 2001, und damals war das ja noch stark getrennt. Da habe ich vor allen Dingen halt Design gemacht und im Grunde gab es halt meist Konzepte, die alles vorbereitet haben. Das hat sich dann in den letzten Jahren gewandelt. Jetzt mache ich viel stärker UX mit und ja, habe auch Projekte, die ich komplett quasi betreue, wo kein zweiter Konzepte halt mit drauf ist, sondern ich mache das Konzept mit. Genau. Genau, das haben wir auch gestern schon erzählt, wenn ihr es schon gehört habt, aber wir waren auch mal Kollegen tatsächlich und ich war dann noch in wirklich einer Konzeptabteilung in einer Agentur und Alexandra saß in der nominellen Designabteilung. Das war zwar nur zwei Tische getrennt, aber trotzdem war das eigentlich so eine Arbeitsweise, die auch oft der Art geschuldet war, wie Projekte liefen. Gerade von großen Kunden war es noch eher wasserfallig, dass man wirklich erst ein Konzept macht, dann, wenn man schon vorgearbeitet hat, viel mit dem Design sich abstimmt, dann hinterher kam die Entwicklung. Natürlich auch eine Art und Weise, wie man heute im agilen Umfeld eigentlich probiert, gar nicht mehr zu arbeiten. Nichtsdestotrotz gibt es das manchmal noch. Ja. Aber was sich sicherlich auch gewandelt hat, ist, dass es dieses Berufsbild gibt, UX/UI-Designer. Wobei ich auch sage, das haben wir auch gestern philosophisch besprochen, ich denke, man, also du bist einer der Fälle, wo man die sich meiner Meinung nach mit Fug und Recht so nennen kann. Aber häufig habe ich den Eindruck, dass Leute, die direkt den Berufsstart machen, sich sofort UX/UI-Designer nennen, dass es da an einem von den zwei Stellschrauben ein bisschen mangelt oder die Tiefe ein bisschen fehlt. Ist manchmal mal mein Eindruck einfach. Genau. Das stimmt teilweise. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass oft halt nicht so richtig unterschieden werden kann von Außenstehenden, von Recruitern zum Beispiel, die Ja, euch vielleicht genau. auf Xing anschreiben. Und da ist es natürlich dann halt so gesehen hilfreicher, UX-Design halt mit hinzuschreiben. So, dann, ja, ist ein bisschen Genau. schwierig mit der Definition. Die Genau. Definition, genau, da kann man sich philosophisch streiten, ne, über Tage. Aber ich glaube, das war auch eben schon bei den Portfolio-Reviews bei Fabian und Rufus der Fall. Genau, dass man auch wirklich seinen Prozessdenken zeigt, warum man zu einer Lösung gekommen ist und nicht nur hübsche Bilder zeigt. Das ist dann sicherlich noch so dieser UX-Konzept-Angle zu Sachen, während häufig einfach wunderschöne Portfolios von Designern eigentlich schon ausreichen, weil das ist das Endprodukt, das spricht die Sprache. Aber wie wir auch festgestellt haben, die Grenzen sind total Genau. fließend heutzutage. Cool. Auch nochmal gerne in die Community die Frage, wer arbeitet denn in wirklich agilen Produktteams, sozusagen cross-funktional? Wer würde sich selber als UX/UI-Designer bezeichnen, wer eher als UI-visueller Designer oder Designerin und wer eher als Konzepter UXer.
einfach mal interessant, wie ihr euch so seht. Genau, Titelgabe ist ja schnell geschehen heute im Neogene. Das stimmt. Das stimmt. Das war ja. Seit ich ein Freelancer bin, nenne ich mich einfach nur UX-Person, weil ich diese ganzen Definitionen, Unicorn, Ninja und weiß der Geier was, Chief of Mobile und nicht Tablet oder sowas, alles finde ich persönlich ein bisschen albern, aber gut. Das ist eine persönliche Sache. Verkauft sich auch manchmal besser einem Kunden gegenüber, muss man auch ganz klar sagen, wenn man einen fancy Titel hat. Aber das, also nach, würde ich mal sagen, 12, 13 Jahren in der Branche beeindruckt mich das alles überhaupt nicht. Ich sage einfach, zeig mir deine Arbeit, zeig mir, was du bisher gemacht hast und dann kannst du dich auch irgendwie nennen. Ich weiß zum Beispiel bei Cooper, einer wirklich alten, eingesessenen UX-Design-Firma aus den USA zum Beispiel, da heißt jeder einfach Designer. Da steht auf der Designer, auf der Karte einfach Designer und in einem LinkedIn-Profil oder später steht dann Designer with so und so vielen Jahren of Experience, was vielleicht sogar aussagekräftiger ist als der geilste Titel. Gerade in Startups, finde ich, ist dann jeder sofort Chief Head of irgendwas, was einfach nur heißen, ein anderer konnte es nicht machen. Und es gibt nur ein Team von einer Person. Es gibt ein Team von einer Person oder zwei. Genau. Ja, das stimmt. Genau. Ibis Seri sagt, er definiert sich eher als UI. An den Umfang von UX traue ich mich noch nicht ganz. Okay, interessant. Camilla aus Dänemark, sagt, ich bin gerade gleich digital Konzeptentwicklung ausgebildet und sehe mich als UX-Konzeptor, UI-Designer und Frontend-Designer. Krass. Oh, okay, wow. Das ein bisschen ist, wie Matthias. Richtig, also richtig dieser Unicorn-Ansatz, über den man ja auch streiten kann. Das wäre aber super interessant, wenn du jetzt in deine ersten Job gehst, natürlich erstmal in was für ein Umfeld du bist und dann, ob du wirklich alles gleichzeitig machst oder ob du eher gezielt, je nach Skillset, für eine Sache gebucht wirst oder vielleicht, wie der Matthias ja gesagt hat, der fängt häufig in der Konzeption an, ist dann vielleicht mal raus aus dem Projekt und ist dann sozusagen ein bisschen wie QA, Qualitätskontrolle mit einem technischen Frontend-Blick. Okay. Das wird mal interessant. Gut. Cool. Camilla, was mich noch interessieren würde, an welcher Institution, an welcher Hochschule oder vielleicht privaten Schule hast du das gemacht in Dänemark? Weil ich kenne, glaube ich, das Kopenhagen eine ganz gute Schule, ne? Genau, XD reicht doch, genau, dann kommen wir zum nächsten, Missy. Experience Design ist dann auch wieder eine neue Bezeichnung. Wir haben dann auch noch Service Design, Interaction Design und ehrlich gesagt, nennt wie ihr wollt. Hauptsache, es kommt was Gutes bei raus. Ja, am Ende ist es wirklich, hat glaube ich gerade auch jemand in den Chat geschrieben, ich sehe es nur so seitlich, dass halt das Portfolio aussagekräftig ist und ich glaube auch ein bisschen die Art und Weise, wie man Projekte vorstellt, geben auch so ein bisschen Aufschluss darüber, auf was man besonders Wert legt. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man auch hier in den vier unterschiedlichen Chats halt schon merkt, wo da die unterschiedlichen... Ja. In den Sessions meinst du, ne? Jetzt, genau. Richtig. Was habe ich gesagt? Chats. Ach so, sorry. Genau. Sessions. Also meine sprachliche alles klar. Eignung geht so. Gut, cool. Genau, dann würde ich sagen, ich switch mal wieder auf deinen Rechner und du zeigst uns vielleicht nochmal ein Stück aus deinem Portfolio. Kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu kam? Und dann springen wir gleich in das Projekt weiter, was wir gestern angefangen haben. So, jetzt lass mich mal gerade hier mal wieder mit der Software klarkommen. Ihr müsstet... Jetzt, weil wir sind hier ein bisschen zeitversetzt auf unserem Monitor, müsste man jetzt eigentlich schon uns rechts unten sehen. Und ein Stück aus seinem Portfolio. Ja, genau, ich hatte ja gestern schon mal gezeigt, das 1&1 Control Center für DSL- und Mobilfunkverträge. Und als zweites Projekt hatte ich noch halt die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, also der Dachverband von den Museen, dort halt gezeigt. Und heute dachte ich vielleicht noch mal so eine andere Facette, die auch dem Hintergrundbild von eben halt entspricht. Und zwar ist das ein Pitch-Design, also es war ein Pitch für Red Bull. Und es ging darum, so ein Onboarding-Tool zu machen für die Red Bull Musketeers. Und die Red Bull Musketeers sind eigentlich die, die Red Bull vermarkten nach außen. Also die in die Cafés, in die Kneipen, in die Clubs halt gehen und eben dafür sorgen, dass da Red Bull halt verkauft wird. Und dass da auch Red Bull, ne? Man macht manchmal in der Musik, glaube ich, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Bist du firmer als ich, genau. Genau. Und genau, also die werden halt zunächst mal in der Schulung vor Ort geonboardet und dann aber über einen längeren Zeitraum
eben über eine Plattform geschult im Grunde. Und dafür haben wir halt ein Design gemacht. Das ist jetzt alles sehr, sehr statisch. Wir haben da auch später eine animierte Variante gemacht, aber ja, das habe ich leider nicht mehr. Weißt du noch, worin das animiert wurde? Was war denn das? Premiere, kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Okay. Also das war wirklich relativ aufwendig auch produziert. Genau. Mhm. Also genau. Okay, das ist der Login-Screen so grob vorgesehen. Und dann kommt man halt auf Klick quasi auf ein Dashboard. Man hat so eine Art Mentor, der einen so ein bisschen durch die ganze Applikation halt guidet. Und man muss peu à peu quasi, ja, Step by Step die Level durchlaufen und hat halt einen Part, wo man im Grunde das Wissen vermittelt bekommt und ganz am Ende wird das Wissen eben nochmal abgefragt. Und jetzt bei dem Projekt ist natürlich so, Red Bull ist ein Kunde, der halt sehr, sehr visuell halt ist, also war schon ein großer Part der Aufgabe da, ja, auch so, ja, visuell halt eine Sprache zu finden. Da haben wir uns dafür halt entschieden, in so ein bisschen industrielle Atmosphäre zu gehen und ja, so ein bisschen Fabrikatmosphäre zu machen. Mhm. Genau, ich führe mal vielleicht ganz kurz durch. Hier sieht man das Dashboard auch nochmal mit viel mehr Funktionen. Also später sollte es dann so eine Art Leaderboard geben, wo man sich so ein bisschen challengen kann mit anderen Musketeers und eben schaut, wer hat wie viele Punkte halt bekommen bei diesem Wissensquiz. Okay, das heißt, so ein bisschen Gamification auch reinbringen genau, gegen die anderen Musketeers. Ja, total stark, sieht man auch schon an den Badges hier oben. Also das war super, super wichtig. Also es ging jetzt nicht darum, nur rein halt das Wissen zu vermitteln, sondern dass man eben da auch Spaß dran hat. Und genau. Das ist mal eine Einleitung aus dem ersten Level zum Beispiel. Also erstmal ganzes Basiswissen, was ist eigentlich im Red Bull halt drin. Und dann eben zoomt das quasi ran, fährt so ein bisschen halt rein und man kann dann eben die einzelnen Punkte anklicken und sieht dann halt die Inhaltsstoffe von Red Bull. Ich versuche mal ein bisschen schneller halt durchzugehen. Ja. Das ist aus dem zweiten Level eine Beispielfrage, Thema, wie ziehe ich mich an, wenn ich wohin gehe? Und das haben wir im Grunde durch so einen Slider eigentlich gelöst. Wir haben hier eine Person quasi in der Mitte stehen und man kann halt den Slider nach rechts und links schieben und dann wechselt im Grunde eben der Hintergrund. Also hier bin ich in Nightclub-Atmosphäre und entsprechend sieht die Person halt auch eben dann auch anders aus. Ja. Cooler Typ. Das war nämlich Andi, unser Praktikant. Ja, genau. Den wir dafür. Wäre schön, wenn er da wäre. Schön begrüßt. Ja, vielleicht ist er zugeschaltet. Genau, genau. Genau. Und dann gibt's eben immer nach einer Learn-Session quasi auch halt die Frage und dann kommt eben die Abfrage, wie ziehst du dich an, wenn du jetzt halt ein Appointment hast im Savoy Hotel und dann klickt man das halt und das haben wir dann später tatsächlich animiert, dass Andi eben viermal in vier unterschiedlichen Sachen halt da stand und dann auch gejubelt hat, wenn er richtig ausgewählt wurde. Das war ein sehr schönes Projekt. Und dann sieht man halt eher auch schon, wenn man das richtig gemacht hat, hat man nochmal so einen Bestätigungsscreen gekriegt, dass du vielleicht ein Badge gewonnen hast dadurch, dass du 45 Punkte hast und du springst halt dann in die nächste Section. Ja, nochmal halt eine andere Beispielfrage, zum Beispiel also ein Handy läutet und wie du bist aber eigentlich jetzt schon längst in der Freizeit, wie reagierst du da drauf? Genau. Und das ist vielleicht nochmal was ganz Wichtiges, ein Feature halt daraus, im Grunde, dass man ja noch so eine Knowledge Base halt hat, also alle Fakten, die man gelernt hat, die man durchlaufen hat, kann man peu à peu freigeschaltet halt eben auch nochmal da lesen und da haben wir uns für so eine Off-Canvas-Variante halt entschieden. Kannst du mal erläutern, was das bedeutet, also Off-Canvas? Genau. Off-Canvas, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, ist im Grunde, ich habe eine Navigation an der linken Seite und wenn ich das halt auslöse, schiebt die im Grunde den Content, also kommt von links halt rein und schiebt entweder den Content halt zur rechten Seite halt wegschieben oder legt sich halt drüber. Ja. Genau. Ich guck mal gerade hier in die Community. Mitzi sagt schon, der Slider ist cool. Blaze Ebern sagt, klasse, Daumen hoch. Jonas fragt, ob er Chuck Norris ist. nicht ganz, weil Chuck Norris ist immer wach, der braucht keinen Red Bull. War aber das Vorbild. Genau.
Genau, okay. Und dann hier noch haben Leute ein bisschen von ihrem Hintergrund erzählt, aber ich würde sagen, wir machen beim Projekt okay, erstmal weiter. Okay. Sind auch fast durch, gibt nur noch einen Screen. Also das ganze Menü geht im Grunde so weiter, wenn ich jetzt halt einen Punkt anklicke, zum Beispiel Musketeers, dann lese ich halt nochmal, kann ich nochmal die Musketeer-Story lesen. Sieht man noch, das auf Canvas-Menü schiebt sie im Grunde noch halt weiter auf. Und ich habe dann hier halt noch so ein bisschen, kann nochmal im Grunde den Level, die Lesson halt nochmal anschauen oder halt dann auch Related Documents halt runterladen. Mhm. Frage ist, ob die App noch online ist. Also das wäre eh, wenn nur intern gewesen, für Mitarbeiter tatsächlich. Und wir haben halt nicht gewonnen. Steht auch im anderen Blatt. Genau, aber genau. Leider nein. Also es hat nie das Licht der Welt im Grunde erblickt. Genau, aber das ist ja auch part of the job. Ne? Das gehört alles dazu. Ja. Genau. Okay. Cool. Dann ja, vielen Dank. Gern. Genau, dann haben wir noch da ein Stück. Und dann würde ich sagen, genau, gehen wir gleich mal in das Projekt weiter. Ihr habt ja gestern super auch mitgemacht und habt gewählt, was eigentlich so die Top-Features sind. Vielleicht nochmal kurz, um Leute abzuholen, die nicht dabei waren. Worum geht's jetzt? Mhm. Was ist das Projekt, was wir bearbeiten heute und morgen noch? Genau, also die Grundidee war die Kommunikation zwischen Mieter und der Hausverwaltung oder dem Vermieter, je nachdem, ob es halt eine Hausverwaltung gibt, halt zu verbessern. Wir haben gestern noch ein bisschen offen gelassen, wie man das halt lösen konnte. Ich habe mich jetzt ein bisschen aus Mangel an Zeit heute schon eigentlich doch ein bisschen festgelegt, dass ich gerne eine App machen würde. Okay. Mhm. Genau, und gestern haben wir aber... Okay, auch gut, so, auch das dazu. Ist das, ja. Genau. Das live. Seit dem Update auf High Sierra. Genau, wir haben dann gestern der Community halt, also euch allen, halt die Frage gestellt, was fällt euch denn ein, wo gibt es denn tatsächlich Probleme in der Kommunikation mit eurer Hausverwaltung oder ja, was fallen euch da halt für Szenarien ein, für letztlich für User Stories. Und dann habt ihr ganz viele Sachen genannt, die wir ganz fleißig gesammelt haben. Ich habe jetzt im Anschluss mal versucht, halt das ein bisschen zu gliedern. Genau. Und wir hatten eine Umfrage und, auch. Genau. Und hatten, das war super von der Community. Genau. Vielen wir Dank. Wir haben nämlich gewählt, was so die Top Pain Points sind oder die Top Features, die ihr euch wünscht. Auch da hat man wieder gesehen, nie von sich selber ausgehen als User, weil ganz überraschend war zum Beispiel ein Top-Szenario dieses, die Untermietvertrag regeln. Genau. Und ich dachte, das wäre so ein Nischenproblem, was ich gerade habe, weil meine Freundin mal mir einzeln will und wenn ich genau wissen, wie das machen. Aber das war tatsächlich Nummer 2 oder Nummer 3. Genau, ich kann auch mal tatsächlich darauf switchen. Ja. Das ist so ein bisschen die Auswertung. Also insgesamt haben 40 Leute mitgemacht. Mhm. Und man sieht schon ziemlich klar, ja auch schön an der Grafik hier rechts halt, was wie stark halt gewotet ist. Jetzt gerade dieser Mängelmelder oder Schadensmelder ganz weit vorne ist. Aber dann eben direkt an Platz 2 mit 20% Untermieter anmelden. Und das kam wirklich total unerwartet halt so. Da auch nochmal vielen Dank an Evil Series, der super, also ohne den wir das nur halb so cool machen könnten. Der ist immer super am Start, hilft uns sofort, hat einfach aus dem Nichts diesen Poll aufgesetzt und hilft uns echt super. Also vielen Dank nochmal nach Magdeburg für deinen Support. Super, echt. Genau, sonst haben wir hier nochmal 2 Fragen. Okay, das ist eher eine allgemeine. Eine Frage, wo Konzept auf und wo fängt Design an? Ist das erkennbar bei den Wireframes? Na, die Cluster UX-Frage, Antwort ist natürlich, kommt drauf an. Aber ich würde man gleich sogar sagen, es ist ein fließender Übergang. Genau. Und häufig ist es, würde ich auch sagen, ist es so, dass man manchmal sogar erst im Design dann sieht, funktioniert das wirklich so, wie wir es uns das auf Wireframe-Level gesagt haben? Oder muss man nochmal konzeptionell ran? Genau. Also, wie ich sag mal, jetzt aus langjähriger Designerfahrung hat man halt teilweise ein bisschen das Problem, dass im Wireframe dann doch schon halb mitdesignt wird, tatsächlich. Mhm. So. Und ich glaube, eigentlich ist ja so ein bisschen der Grundsatz gewesen, halt die Elemente zu definieren im Wireframe und zu priorisieren. Aber man findet halt gleichzeitig immer im Wireframe natürlich schon eine Formsprache. Also man gibt so ein bisschen vor, zum Beispiel ist das eine Liste oder eine Kachel. Genau, das hat meist schon, häufig hat das einen Sinn. Da erinnere ich mich auch an viele Diskussionen, die wir manchmal hatten. Ja. Zum Beispiel hatte ich irgendwas platziert unten links als Button und das hatte schon einen Grund vom Flow, wie der Nutzer gegangen ist. Und ich glaube, du fandest oder der Designer fand es dann häufig aber hübscher oben rechts und da muss man sich erstmal erklären, ja, das Wireframe hatte schon Sinn, warum es so war. Das war nicht nur einfach
zufällig, sondern es hatte schon Sinn. Und ja, also Wahlfans sind auch selten selbstsprechend. Also Ja, immer, das das ist wirklich stimmt. eigentlich eine Diskussionsgrundlage. Es hilft einfach nur den einen Schritt mehr, als zu sagen, ja, stell dir mal vor, dann haben wir hier diese Elemente auf einer Seite und dann klickt man unten links wohin und kommt dann auf eine andere Seite, wo das ist. Es bringt eigentlich das, was im Kopf ist, in eine Struktur erstmal und ist dann eine Diskussionsgrundlage. Genau. Und dann kommt es immer wieder auch zu Missverständnissen. Deshalb ist es auch super undankbar, sagen wir mal, ein Kollege und eine Kollegin wird krank und man hat dann einfach die ersten roughen Wireframes. Das ist sehr selten selbstsprechend, wenn da nicht gerade irgendwie mit Böppels oder so noch eine Erklärung Absolut. dazu ist. Es ist echt nur ein Tool und Hilfsschritt und keiner sollte sich zu sehr verlieben in seine Wireframes oder an den so festklammern. Genau. Das gilt, glaube ich, ganz generell. Also im Grunde das Gleiche dann auch, wenn das Design halt steht. Also jeder, der nochmal im Prozess halt dazukommt, macht halt immer nochmal ein paar Anpassungen. Also das Frontend ja teilweise auch halt eben Anpassungen im Design. Und da Genau. muss man tatsächlich halt so damit leben und sich auch drüber freuen, Ganz viel ehrlich gesagt, dass abstimmen. das alles so ein bisschen agil halt Genau. funktioniert. Daniel fragt nochmal, kann also das Konzept Design von einer Person kommen? Ja, ist durchaus möglich. Das wäre dann auch jemand, der sich UX/UI-Designer nennt, klassischerweise. Vielleicht mit der kleinen Einschränkung, dass ich halt schon immer noch sagen würde, bin ja großer Fan des Pair-Designs auch, dass es halt schon sinnvoll ist, halt auch so ein bisschen sich zu challengen und halt ne, mit jemand anderem das nochmal halt wirklich durchzugehen und zu schauen, wo kann das noch verbessert werden, weil man halt doch oft einen Tunnelblick entwickelt, wenn man das relativ lange macht und jeder hat so einen speziellen Fokus vielleicht auf einen Themenbereich oder ein Feature und da ist immer gut, sich mit einer zweiten Person tatsächlich nochmal wirklich Vor abzusprechen allem und halt so frühzeitig und nicht erst frühzeitig, genau.5 Tage geniale Ideen ausbrüten und dann beleidigt sein, wenn die auf einmal doch nicht so genial sind. Auch du sagst gerade Pair-Design, vielleicht nochmal als Erklärung. Also das kommt eigentlich ein bisschen aus der Programmierung, XP, extremes Programming, wo wirklich zwei Leute immer nebeneinander sitzen und im ganz extremen Fall sogar einen Rechner benutzen. Das ist dann wirklich noch die krasse Variante. Ich weiß, so Pivotal Labs aus San Francisco und Berlin, die arbeiten wirklich so. Das ist eine Muss Umgewöhnung. eine Umgewöhnung. Funktioniert aber sehr gut. Ich habe da schon sehr interessante Vorträge zu gesehen. Aber so als Mindestlevel ist, dass man sehr räumlich im Idealfall nahe aneinander sitzt und wirklich nach einer agilen Methode die ersten Scribbles direkt zeigt, validieren lässt von einer anderen Person. Oder man sagt, wir timeboxen jetzt mal für eine Stunde. Du arbeitest dran, ich arbeite dran und wir gucken Ja. mal, was wir beide haben. Und dann gibt man es nochmal an Kollegen weiter, die vielleicht noch völlig unbeleckt sind und sammelt einfach erstes Feedback. Und häufig hat dann eine dritte Person einen ganz sachlichen und ja, aufräumenden Blick und sagt, ja, aber das funktioniert doch so gar nicht von da, was man vielleicht gar nicht gesehen hat, weil man sich schon in Elemente verloren hat oder in irgendwas. Total. Da ist auch ehrlich gesagt immer gut, wenn ihr zum Beispiel halt in einem Umfeld arbeitet, wo es mehrere Leute halt gibt, dass er da ganz ja, einfach mal fragt halt. Das muss auch nicht immer alles ein super strikt aufgesetzter Usability-Test halt, ne, Genau. sein. Okay, aber zurück zu unserem Projekt. Okay. Petar sagt gerade noch, meine Hausverwaltung möchte nicht mehr Frühstück machen, wohne noch bei Mama und Papa. Ui. Ja, Das tut mir das ist wirklich ein leid. Problem. Da müssen wir vielleicht eine andere App finden. Da Genau. müssen wir wahrscheinlich noch ein Feature einbauen, dass du Frühstück bestellen Genau. kannst. Das wäre denkbar halt, genau. Richtig. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Was ich gestern im Anschluss noch gemacht habe, ist so ein bisschen der Versuch. Jetzt seht ihr das wahrscheinlich ganz klein. Okay, dann gehen wir mal peu à peu halt rein. Das war ein bisschen der Versuch, das inhaltlich leicht zu ordnen, zu sortieren, um da vielleicht eine Struktur, eine Informationsarchitektur daraus halt auch abzuleiten. Ich habe manche Sachen noch so ergänzt, die ich vorher halt schon überlegt hatte. Genau, aber vielleicht können wir das mal kurz halt irgendwie durchgehen. Also es müsste wahrscheinlich, wäre schon schön, wenn es ein Dashboard gibt. Ein Dashboard hat ja eigentlich immer so ein bisschen auch den Sinn, dass es in irgendeiner Form einen aktuellen Bezug halt hat. Also man könnte da zum Beispiel aktuelle Verbrauchsdaten halt anzeigen. Ich glaube, das war gestern auch mal ein Thema, überhaupt Nebenkostenrechnungen besser verstehen oder nachvollziehen können. Und es gibt teilweise auch, Techem zum Beispiel hat Produkte, wo man tatsächlich Verbräuche richtig einsehen kann von Heizung oder Wasser oder so. Genau, vielleicht auch einen Stand einer aktuellen Schadensmeldung. Genau, dann könnte ich mir halt vorstellen,
dass man vielleicht so eine Vertragsdokumenten-Section halt macht, wo eben der eigentliche Vertrag liegt, wo eben die Abrechnungen liegen, von Nebenkosten und so weiter, wo vielleicht auch Regeln generell halt definiert sind. Das war gestern auch so das Thema und ist ja, rankt ja auch auf Platz 3, ob Haustiere erlaubt sind. Da kann man ja stetig da eben auch dann Call to Action halt einbauen, wenn man das eben, ja, wenn das halt nicht definiert ist, halt nachfragen will oder eine Ausnahmegenehmigung einholen oder sowas. Dann vielleicht auch das Thema Untermieter melden. Das ist auch im Mietvertrag oft teilweise schon vordefiniert, so ein bisschen. Ich glaube, wir können ein wenig langsamer sprechen. Oh, Fällt mir gerade bin ich auf. so schnell? Okay, Entschuldigung, Macht Macht der nichts. Gewohnheit. Ja. Und dann eben auch das Thema Kündigen, dass ich vielleicht das dann auch direkt in der App halt machen kann. Und da könnte man dann eben auch schön so ein, ja, ich würde fast sagen, Offboarding machen. Ja, aber es ist auch total wichtig, also eine Beendigung von Prozessen oder was passiert überhaupt, wenn man irgendwo sich abgemeldet hat. Das wird häufig total unter den Teppich gekehrt, kann aber genauso zur Gesamtexperience beitragen eigentlich. Absolut, Ne? ja. Da gibt es auch, ich überlege gerade, wie der Kollege heißt, aber gerade The End of Things gibt es einen super Vortrag auch, den ich auch schon teils angesehen und der schreibt auch ein Buch über das ganze Ding, also wirklich Offboarding. Was passiert denn überhaupt, wenn du einen Service beendet hast? Wie bleibst du oder wie bleibt dieser Service vielleicht trotzdem noch in guten Gedanken? Wie macht er es auch jemanden, der nicht mehr aktiver Kunde ist, das Leben so angenehm wie möglich? Genau, also es wird gerne ignoriert, Weil aber es es nicht so gehört, oft genau, gewollt aber ist. es gehört Das genauso ist halt zum ganzen Kreislauf eigentlich einer Experience, die jemand mit einem Produkt oder einem Service hat. genau. Und dann halt so vielleicht der nächste Part, eben das Riesenthema Schadensmeldung. Da habe ich gestern halt aufgeschrieben, Mängelmelder. Dann kam, glaube ich, auch aktueller Stand von Reparaturen, also so ein Prozessfortschritt irgendeiner Form, dass ich halt sehe, was passiert jetzt damit, wann kommt jemand. Das ist jetzt gerade doppelt, sehe ich gerade. Also Schadensmeldung selbe wie Mängelmelder. Dann, was ich super wichtig fand, was ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, eben so Notfallgeschichten. Gasgeruch oder Wasserrohrbruch, alles schwemmt über. Oder ich hatte mal in der Wohnung, da hat es wirklich zu stark geregnet. Da ist wirklich Wasser durch die Decke gekommen halt. Genau, vielleicht. Das ist ein bisschen, passt nicht so richtig unter das Oberthema Schadensmeldung. Müsste man eh immer, muss man noch mal gucken, wie man Kategorien halt wirklich benennt. Aber eventuell, wenn man Modernisierungsvorschläge halt hat, könnte man auch, oder eben bauliche Veränderungen, könnte man alles damit reinbringen. Und wir hatten das gestern so ein bisschen noch, ja, feiner, ja, definiert. Also es waren zum Beispiel so Beispielfälle. Feuchten Fleck an der Wand, Schließanlage kaputt, komischer Geruch aus dem Keller, ein Sturmschaden. Also dieses Spektrum ist im Grunde super weit bei Schäden. Und dann super spannend auch das ganze Thema Nachbarn. Wer Ja, sind immer. meine Nachbarn? Vielleicht möchte ich gerne eine Chatfunktion. Also zum Beispiel. Ich wohne in Berlin und da ist es so, dass es da so eine Community gibt, dass man eben nicht alles doppelt und dreifach hat, sondern so ein bisschen auch angibt, dass man zum Beispiel eine Leiter hat, die einen auf 3 Meter Höhe bringt und dann kann man eben auch die dann halt teilen mit den Nachbarn. Das wäre halt auch denkbar. Das könnte man über so einen Chat dann vielleicht auch super machen. Alle connecten oder gibt richtige Apps auch dafür. Dann sehr schönes Thema Party anmelden. Also, dass man eben alle ein bisschen vorwarnt, wenn was passiert. Oder ich weiß nicht, ob das wirklich da halt reinpasst, aber Ärger mit anderen Mietern. Könnte man jetzt überlegen, ob es da halt eine Funktion gibt, das wahlweise zu melden oder vielleicht auch in Dialog zu gehen oder so halt. Genau. Und dann eben nochmal so ein Punkt Wohnung, Daten und Fakten, dass man einen Grundriss eben nochmal einsehen kann. Vielleicht oder eigentlich nicht vielleicht, sondern sehr wichtig, auch die Ausstattung der Wohnung nochmal halt komplett dort sieht. Ist dann halt auch wichtig, im Grunde, wenn man vielleicht einzieht vorher, so als Onboarding dann in dem Fall. Und dann eben auch vielleicht nochmal Mieterinfos. Und das sieht man jetzt schon an der Stelle. Da könnte zum Beispiel auch eben die Funktion Untermieter anmelden dann damit drin sein. Also Das, manche Sachen so sind diese halt, Stammdatenverwaltung so ein bisschen, ne? ja, Was man sonst hätte. genau. Das wäre jetzt, was man am Anfang halt auch mal angibt. Also wer wohnt jetzt da drin genau? Teilweise wird da ja auch
dem Beruf abgefragt oder so, der aktuelle Arbeitgeber oder was. Ich bin, das ist schon so lange her, dass ich eingezogen bin, das weiß ich gar nicht mehr richtig, aber ich glaube, man muss ein paar Daten angeben, die könnte man gegebenenfalls auch ändern. Vermutlich, ich sage jetzt nur mal aus dem Bauch rausgreifen, auch so Patterns wie wenn man sowas wie einen Partnervertrag anbietet oder einen Familienvertrag, wo jemand der Hauptvertragsnehmer ist und dann noch jemand dazugeschaltet wird. Genau, also da gibt es ja diverse Patterns, an denen man sich jetzt sicherlich orientieren kann, wenn man da Benchmarken macht. Genau, absolut. Und dann halt noch so das Thema, ich habe es jetzt mal Termine halt genannt, das so gegliedert in zwei Sachen. Einmal diese wichtigen Wartungs- oder Ableserarbeiten, die relativ häufig ja zum Teil halt vorkommen, wo man einen festen Termin bekommt, wo dann jemand vorbeikommt und in die Wohnung reingeht. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer das gestern jetzt einen Namen vergessen, aber ging es darum, dass man eben auch mal so Servicetermine halt einsehen kann. Also wann kommt denn jetzt der Hausmeister? Wann wird der Papiermüll abgeholt? Ja, so Klassiker. Genau, so klassische Sachen, die wirklich super spannend zu wissen halt sind. Genau. Cool. Ich schaue auch gerade nochmal in die Community rein. Da sagt hier zum Beispiel NJ Lichts, hallo Berlin. Wir sind aber in München. Oh nee, aber du bist, ja gut. Jetzt wird's konfus. Du bist aus Berlin, wir sind auch aus Berlin, sitzen aber in München und sind live in diesem Internet. Also überall zu sehen. Genau, jetzt schaue ich hier gerade nochmal. Und er sagt, genau, ich habe mal nochmal zum Thema Offboarding, was wir auch hatten. Ich habe auch das Buch gefunden, könnte ich gleich nochmal kurz zeigen. Oh, ja, also er sagt gerade, oder sie, ich habe mal im Support gearbeitet und habe den Kunden zum Abschluss eine Dankesmail geschrieben, als eine Art Resümee über die gemeinsame Zeit. Ja, genau sowas in so einer Richtung. Also ich meine, nur weil dieser Kunde nicht mehr bezahlt, ist er trotzdem ein Mensch, den man ordentlich behandeln kann. Ja. Und das bleibt sicherlich noch gut in Gedanken, wenn sowas gut gehandelt wurde. Ich switch mal ganz schnell auf meinen Bildschirm und mache mal eben Werbung für dieses Buch. Genau, also es geht sich wirklich um das ganze Thema Closure Experiences, also Sachen, die gerne mal ignoriert werden. Und das Buch heißt Ends. Ich habe selber noch nicht gelesen, ich war aber ich habe teils Vorträge von dem Autor gesehen und finde, das sollte man sich genauso wie Onboarding einmal anschauen. Genau. Also hier kleine Empfehlung, Joe McLeod, Closer Experience. Ich vermute, hier ist auch das Video, was entweder das Buch anteasert, sonst geht auf YouTube oder Vimeo, googelt den Namen von dem Autoren und meistens findet man da immer einen Vortrag auf einer Konferenz oder einen Talk bei einem Meetup. Und dann hat man häufig, also das ist auch so ein Fusch so ein bisschen, hat man häufig in der Stunde den groben Überblick über das, was dort im Buch steht. Genau, also hier nochmal dieser Tipp. Ends bedeutet das Buch Closer über das ganze Thema Closure Experiences. Also was er, glaube ich, auch so als eine eigene Disziplin eigentlich jetzt benannt hat. Genau, dann switchen wir gleich mal wieder zu dir. Weil du das gerade angesprochen hast, habe ich vorhin auch im ersten Chat mit Fabian, wurden, glaube ich, auch nach Buchempfehlungen gefragt. Falls es Leute im Chat gibt, die jetzt sagen, ach, ich lese eigentlich wirklich nicht so gern, kann man wirklich nur empfehlen, geht auf Vorträge und Konferenzen. Also nicht jeder ist irgendwie gemacht dafür, Bücher halt komplett durchzulesen. Aber wirklich auf Konferenzen, finde ich, kriegt man auch einen super guten Einblick über das große und Ganze und stellt eigentlich teilweise auch fest, dass man sich anders vertiefen kann halt, ne? Als man auch vielleicht ursprünglich. Steckenpferd-Thema von mir. Einerseits Bücher, klar, weil ich auch diesen UX-Buchclub in Berlin mitorganisiere, liebe ich natürlich Bücher. Ich schaffe es selber nicht, immer alle zu lesen. Manchmal mache ich auch selber das Fuschen. Also ich google den Autor, gehe auf YouTube und schaue mir ein, zwei Talks von ihm oder ihr an. Aber wie du sagst, das Thema Konferenz ist auch super wichtig. Wir hatten es auch gestern schon mal, um wirklich ein Netzwerk aufzubauen und nicht nur darauf zu warten, dass jemand auf seine Portfolio-Seite kommt. Und selbst wenn man es nicht schafft oder vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat für eine Konferenz. Ja. Ganz viele Konferenzen suchen immer nach Freiwilligen und Volunteers, die mithelfen. Und meistens ist das ein, zwei Schichten und man hat wirklich eine hochwertige Konferenz, kann sogar noch hinter die Kulissen blicken, lernt gleich die Organisatoren kennen und ist auch schon gleich in einer netten Community drin, weil eigentlich jeder sehr hilfsbereit ist im Großen und Ganzen. Zum Beispiel dieses Jahr mache ich Pause, aber sonst organisiere ich auch zum Beispiel das UX-Camp mit, was in Berlin jährlich stattfindet. Dieses Jahr machen wir insgesamt Pause. Da sind dann knapp 500 Leute aus ganz Europa beim UX-Camp Europe und das könnten wir gar nicht ohne die Freiwilligen machen, die einfach nur am Kaffee helfen, an der Garderobe und so weiter.
Und die machen dann eine 2-3-Stunden-Schicht und haben sonst ein ganzes Wochenende komplett umsonst und sind dann auch drin. Und das gibt es eigentlich bei allen großen Konferenzen. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Genau, gut. Genau. Oder vielleicht nur ganz kleine Ergänzung. Gibt auch zumindest in den Großstädten halt auch Stammtische oder Meetups zum Meetups, Thema. Und genau. das ist dann, also kostet ja Das meist kostet ja nichts egal, und man muss ist nur schnell wenig. sein, manchmal um Genau. reinzukommen. Und wenn euch in eurer Region Meetup fehlt, macht euer Macht eigenes. selbst, genau. Macht euer eigenes. Das geht ganz low-key, findet zwei, drei, also ich würde es nicht alleine machen. Sucht euch zwei, drei Leute, mit denen ihr es macht. Zum Beispiel, also beim Buchclub haben wir ein Orga-Team von 3 Leuten. Beim UX-Camp hat man ein Orga-Team von 9 Leuten. Das kommt immer ein bisschen drauf an, auf das Event. Sucht zwei, drei Gleichgesinnte, meldet euch beim Meetup an und macht das erste. Und wenn zum ersten 10 Leute kommen, ist das auch schon super. Das kann total befruchtende Diskussionen haben und man lernt neue Leute kennen. Bei unserem Buchclub kommen so zwischen 20 und 30 Leute. Das ist immer sehr gut. Es geht dann häufig auch gar nicht mehr um das Buch an sich, sondern über das Thema und man schweift aus, erzählt ein bisschen Insights aus seinem Berufsalltag. Also selbst wenn man ein bisschen schüchtern ist und gar nicht so exponiert, sich gerne nach außen darstellt, lohnt es sich total, sowas zu besuchen. Und man beobachtet erstmal die Szene. Gerade auch wenn man juniorig ist, kann man auch mal schauen, vielleicht gibt es irgendwelche Firmen, die man total bewundert oder irgendwelche Agenturen. Und dann geht man auf so ein Meetup und sieht jemanden von dieser Firma und denkt, boah, weiß aber nicht, ob ich mit dem zusammenarbeiten möchte. Oder andersrum, das ist ja echt eine coole Socke, aber die machen so, so geile Projekte, würde mich normalerweise gar nicht trauen, die anzuschreiben. Aber da stehen die neben einem am Kühlschrank und geben einem Bier. Also das ist wirklich unbezahlbar, Ja, sowas zu machen. absolut. Okay. Okay, kleiner Ausflug. Ein Ausflug und Genau. ich nehme mal ein Wasser. Genau. Ich habe, wie gesagt, die Struktur halt hier mal ganz grob aufgesetzt. Können natürlich nicht alles darstellen, weil da die Zeit halt nicht reicht. Aber für mich ist immer super wichtig, erstmal eine grobe Ordnung von allem zu haben, weil man ja auch immer ein bisschen sehen will, welche Sachen wie miteinander interagieren und wann ich zum Beispiel, wenn das jetzt auch eine Navigationsstruktur wäre, zwischen unterschiedlichen Navigationspunkten halt springe. Fokussieren würde ich mich aber hier auf dieses Thema Schadensmeldung, weil das eben auch so ja, hochgerankt ist in der Survey. Und jetzt ist natürlich ein bisschen die Schwierigkeit festzustellen, was gibt es denn für unterschiedliche Schadensmeldungen. Ich habe das mal ein bisschen versucht, ja, also teilweise halt zu clustern, aber eben noch nicht so feingranular. Aber einfach, damit man mal schon ein Gefühl dafür kriegt, eigentlich müsste man, um jetzt dafür zu sorgen, dass ein Schaden ordentlich gemeldet werden kann, eine Datenbank aufsetzen, die gegebenenfalls, also die vielleicht sogar dann am Ende ja so intelligent ist, dass sie sich halt immer weiter halt aufbaut. Aber ja, das wäre irgendwie am sinnvollsten. Ich habe das jetzt mal wirklich grob für das Thema, also es gibt, warte mal, zwei Oberthemen im Grunde, also Objekt oder Apartment. Also das wäre vielleicht so der erste Cluster, zu sagen, ist der Schaden jetzt am Gebäude, wo ich wohne, oder ist der wirklich in meiner Wohnung halt drin? Und dann, das kann man wahrscheinlich auf beides so ein bisschen übertragen, halt die Unterscheidung, ist jetzt bei der Versorgung irgendwas kaputt? Also zum Beispiel meine Heizung, das Wasser, wird der Müll nicht geholt oder irgendwas mit dem Strom? Und dann jeweils für dieses Cluster, zum Beispiel Heizung, wieder, ist die komplett defekt? Ist sie jetzt teilweise defekt? Geht die Temperaturregelung nicht mehr? Läuft Wasser aus? Ist der Heizkörper beschädigt? Man könnte es endlos im Grunde eigentlich erweitern für diese ganzen unterschiedlichen Punkte. Ich habe es jetzt wirklich nur mal hier grob angefangen, Genau. weil das jetzt natürlich den Rahmen Genau. sprengt halt. Genau. Wir wollen euch jetzt auch nicht total langweilen in der Tiefkonzeption, aber dass ihr Genau. einfach nochmal seht, hier geht es noch überhaupt nicht um Farben, um schöne Sachen, sondern wir denken über Strukturen Genau. nach, wir denken über das Gesamtkonzept nach. Und da landet man wirklich ganz häufig auch in ganz unsexy Excel-Listen, die ewig sein können. Und man hat die erste Woche nur damit zu tun, sowas richtig hinzukriegen. Dann häufig auch in Absprache mit Ja. einem Kunden Infos zu bekommen, die einem noch fehlten vom Anfangsbriefing. Genau. Also das. Genau. Das ist auch deswegen so wichtig, weil man im Grunde an der Stelle, wenn man drüber nachdenkt, wie man eine Schadensmeldung am besten aufnimmt, sieht man spätestens an der Stelle, oh je, das ist super komplex. Und dann kann man eben schon Entscheidungen treffen, wie man das am besten halt umsetzt im Interface halt dann auch.
weil es eben so komplex halt ist. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich schon nach kurzem Anfang halt gedacht habe, okay, das muss eigentlich eher so ein, ja, Conversational Interface im Grunde halt sein. Also, ja, heißt das Bot oder heißt das was anderes für dich? Ja, das heißt schon ein bisschen Bot. Mhm. Ja, eigentlich im Grunde schon halt. Mhm. Also man könnte, ja, also es ist ja auch beim Bot halt eine unterschiedliche Herangehensweise im Grunde, wie der halt die Abfrage halt stellt, ob der peu à peu diese Kategorien halt abfragt oder ob ich wirklich tatsächlich mit einer Eingabe halt sofort schon halt das Cluster halt finde, was ich halt suche. Also genau. Du würdest eher auf sowas gehen, als jetzt auf so ein klassisches Formularstrecke, um es einmal in total zu machen. Einfach um es erstmal schneller zu machen. Also das ist halt, also ich mache das mal beispielhaft. Ich habe zwar Wireframes aufgemalt, jetzt habe ich natürlich einen Notizblock vergessen. Deswegen erzähle ich das jetzt mal einfach einfach so. Ich habe einen Schaden halt überlegt, um das Interface halt mal zu bauen, braucht man ja irgendein Beispiel. In dem Fall wäre das Waschbecken halt gerissen ist oder es ist was eben draufgefallen und das ist halt kaputt. Das heißt, das befindet sich also im Grunde irgendwie, das ist jetzt nicht hier aufgeteilt, aber im Bereich Apartment, dann wahrscheinlich intern, Bad, Waschbecken und dann halt der Defekt. Im Grunde könnte ich mir eben da tatsächlich vorstellen, dass man, ich habe das wirklich nur ganz, ganz grob halt gemacht, dass man halt wirklich mit in irgendeiner Form einer Person spricht, ob das jetzt tatsächlich der Hausmeister halt ist oder es könnte auch irgendwas sein, irgendein Icon, was beispielhaft halt steht. Also es muss ja nicht eine echte Person sein. Und dann kann man eben auch direkt schon eingeben, der fragt dich, was ist kaputt? Und man kann halt eingeben, Waschbecken. Und dann, okay, und dann weiß er eigentlich automatisch auch schon, ah, okay, alles klar, muss bei dir im Apartment sein. Kannst du diese 3-4 Filter vorher sparen. Genau. Also ein bisschen Intelligenz drin. Genau. Ich kann nicht aus meiner Haut, da steht Haumeister. Oh, Entschuldigung. Vor allen Dingen, das ist auch... Das ist sowieso, ich nehme das mal wieder raus, weil das eh falsch war, weil ich ursprünglich eben gedacht habe, erstmal wir durchlaufen eine Abfrage und filtern halt alles, bis ich halt gesehen habe, oh nee, das ist viel zu komplex und es wäre eigentlich schöner, wenn es eine intelligentere Abfrage halt tatsächlich ist. Weil sonst hättest du eigentlich ja nur Formulare übersetzt, wenn du mit sowas Das wäre nur eine Übersetzung, wenn man das so machen würde, wäre das eigentlich nur eine andere visuelle Darstellung von einem Formular. Mhm. Aber sinnvoller ist natürlich, das intelligenter zu machen, weil man kann sich ja vorstellen, es ist teilweise so komplex, dass ich dann eben bis zu 10 Fragen halt beantworten müsste dafür und geplant wäre vielleicht eben auch noch eine Fotografie von dem Schaden zu machen oder wenn es jetzt um eine Geräuschbelästigung geht, eine Hörprobe oder wie auch immer. Ja. Und dann hätte man einfach zu viele Eingaben. Und, nur um zu sagen, mein Waschbecken ist kaputt. Ja, genau. Oder genau. Ist gerade laut. Genau. Genau. So weit im Grunde die Grundidee. Jetzt mal noch einen Step vielleicht zurück, was ich gestern auch noch so ein bisschen halt versucht habe, ganz grob, ist eben für diese Oberkategorie Schadensmeldungen an sich eben mal kurz zu definieren, was brauche ich denn auf dem Startscreen halt tatsächlich. Wahrscheinlich relativ weit oben. Das wäre aber das wäre jetzt der Startscreen, aber der Kategorie Schadensmeldung. Also genau, es gibt noch genau. irgendeine Home oder es gibt eine Home, ein Dashboard, aber wir sind egal. Im Grunde in diesem Bereich. Schon tiefer. Wir sind hier, in diesem Bereich. Und, kannst du das mal kurz erzählen? Ach so, okay, gut. Also genau, ich markiere das jetzt mal ganz einfach, dass man da auch ein besseres Gefühl dafür hat, wo wir halt sind. Jetzt ist das natürlich, ein bisschen dicker, dass man es auch sieht. Genau. Jetzt noch zwei Sachen kurz mal zum Tool, die mir gerade aufgefallen sind. Als du eine Farbe ausgewählt hast, war schon unten was definiert, was man hier als Element sieht. Genau. Das finde ich auch genau, sehr cool, wie einfach man das machen kann. Vielleicht gehe ich da auch kurz mal tatsächlich halt rein. Also man sieht hier auch schon, man hat hier unter diesem Punkt Elemente, also wenn ich hier draufklicke, sehe ich halt, ich kann hier Farben vordefinieren, also nicht nur Farbwerte an sich, sondern eben auch ganze Verläufe, die ich dann ganz einfach jederzeit einfach eben anwenden kann. Plus, was halt auch super, super natürlich ist, gerade wenn man sehr viele Screens halt produziert, ich kann auch jederzeit
Durch einen Klick hier drauf, Rechtsklick, bearbeiten, kann ich den Farbwert halt jederzeit anpassen. Und wenn das dann hier eben der bereits gewählte Farbwert ist und ich sage jetzt mal, ich mache das, hätte ich mir den Wert vielleicht mal lieber merken sollen. Ja. Moment, noch mal kurz drauf. Na, wo ist es? Da. So, okay. Kurz. Wenn ich das jetzt halt ändere, na, müsste sich eigentlich... Ach so, nee, das war ein vordefinierter, Entschuldigung. Warte mal, man sieht es aber an anderer Stelle halt, wenn ich hier in dem Verlauf bin, dieses Element hat im Grunde den Farbverlauf hier und wenn ich jetzt zum Beispiel halt reingehe und sage, ich ändere den halt ab, zum Beispiel diesen Wert halt, mache ich irgendwie ein bisschen anders, dann ist es automatisch hier eben auch mit drin geändert. Das heißt, alle Elemente, die eben diese Farben definiert halt haben, würden dann automatisch mit geändert werden. Und das ist halt bei einem super komplexen Layout super wichtig, weil man ja neigt ja auf jeden Fall halt dazu, die Farben halt teilweise noch mal ein bisschen anzupassen, wenn es dann darum geht, ob die Lesbarkeit ausreichend ist und so weiter. Genau, was sozusagen dann Styles definieren. Okay, sieht man es auch schon. Ja. Das war vorher ja auch in diesem Grünton und das ist jetzt halt genau schwarz, weil ich es eben den Style ursprünglich hatte. Das ist jetzt wieder ein bisschen anderer Ton. Neben den Farben kann ich auch die Zeichenformate halt definieren. Auch super wichtig, weil man manchmal ja vielleicht eine relativ große Headline halt wählt und dann feststellt, oh, es gibt auch Texte, die halt viel länger sind. Die brechen dann halt ständig um. Zum Beispiel bei dem hier wäre das so ein Fall. Dann kann ich halt jederzeit, wenn der hier dieses Format hat, sieht man jetzt hier, zum Beispiel, kann ich halt jederzeit halt sagen, ich ändere das halt auch wieder ab, bearbeiten. Ich sehe dann halt hier die Schriftgröße. Gehe da rein, bestätige das und dann ist es eben automatisch für alle halt geändert, die eben auch diesen Style haben. Ein super, super wichtiges Feature. Was ich jetzt noch nicht genutzt habe, habt ihr vielleicht vorhin bei Fabian gesehen, würde ich jetzt im Laufe der Zeit halt hier, wenn ich hier arbeite, anlegen, sind halt Symbole. Ja. Da ist im Grunde das Ganze nochmal multipliziert im Grunde. Ich kann halt Symbole definieren, kann die immer wieder halt verwenden und kann dann eben nicht nur Schrift und Farbe halt anpassen in dem Symbol, sondern alles, also auch Form, ganze Gestaltung und es überträgt sich dann eben auch auf alle einzelnen Screens. Genau, das ist das Wichtigste, was ich einmal zeigen wollte. Und das Zweite bei dem Tool, was auch super wichtig ist, man hat halt die Möglichkeit, iOS-Elemente oder Android, wie man halt baut, eben direkt halt runterzuladen. Genau. Da hat man sich auch super Arbeit mit, einfach, genau. Ja, total. Also magst du vielleicht mal zeigen, wie du das gemacht hast? Also als, Moment, ich mal ganz kurz gucken, was ich schon gemacht habe. UI-Kits abrufen, dann zum Beispiel Apple iOS, dann komme ich eben auf die entsprechende Seite von Apple und dann sieht man eben hier Download for Adobe XD und dann lädt man im Grunde einen File runter. Bleib mal bitte kurz da drauf. Ach so, okay. Genau, eine ganz kurze Sache nur, genau. Also wie XD das macht, die sind auch wirklich immer so verlinkt mit den alleraktuellsten Interface-Guidelines von den verschiedenen Anbietern. Und kleiner Hinweis auch nur, eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat in der Arbeit mit XD ist zum Beispiel, wenn man sich mal einfach die File Size anschaut auf dem Bildschirm, also man hat das komplette Human Interface Design Kit von Apple jetzt oder hier für iOS. Photoshop ist das Ganze dann 684 MB groß. Sketch ist es 26,6, also um die 30. Und XD, genau das gleiche, ist halt noch ist unter 20 MB. Und das ist gerade, denke ich, auch ein Riesenvorteil von XD, wie schlank teilweise diese Files einfach total sind. Wir hatten auch gestern mit Matthias was, weil alles auch auf Vektoren und SVG basiert ist. Außer man importiert natürlich Bitmaps, dann bläht das den File auf. Das haben wir auch gestern bei Matthias in einer anderen Wendung gesehen. Da war die ersten paar Screens und ein paar Artboards waren irgendwie 3 MB groß. Dann hat er das Bitmap, was er eingefügt hat, entfernt und dann waren es 60 KB oder sowas. Also wirklich unglaublich klein. Und das natürlich auch für ein schlankes, schnelles Arbeiten, hin und her schicken, File-Transfer nicht zu vernachlässigen. Genau, diese ganze File-Size-Sache.
Genau, auch einfach schlicht, wenn man halt wirklich sehr komplexe Daten halt hat mit sehr vielen Screens zum Beispiel, dann Genau. wächst ja die Datei eh schon extrem an und dann wird es ja irgendwann auch langsamer auf Genau. den Programmen Und das ist auch drin. das Beispiel, was ich zum Beispiel gesehen habe, war wirklich 2000 Artboards in einem XD-File. Also und man konnte es mühelos, ohne dass das Ding crasht, hin und her schieben, alles und bearbeiten. Das fand ich auch sehr beeindruckend, weil 2000 Artboards ist natürlich eine Hausnummer, aber es gibt solche Projekte. Und stellt euch das halt in einem anderen Tool vor, wie aufgebläht und riesig und wahrscheinlich auch clunky das ist, damit zu arbeiten. Genau. Genau. Noch ein schönes Feature tatsächlich ist, wenn man hier oben guckt, man hat ja gerade oft, wenn man irgendwie für Apps designt, so ein bisschen das Problem, dass man das an einem großen Bildschirm macht und gar kein Gefühl halt dafür hat, wie fühlt sich das auf einem kleinen Bildschirm an. Da kann man hier, das sieht man jetzt schon bei mir, weil ich schon längst connected bin halt damit, kann man sich hier halt connecten mit dem Telefon und kann im Grunde über so ein Swipe halt, sage ich jetzt auch schon mal, erstmal grundsätzlich halt durchgehen, während man noch nicht den Prototypen macht, sondern während man noch im Design ist, um zum Beispiel eben auch ein Gefühl zu kriegen für Schriftgrößen und sind Buttons groß Genau. genug Und und so das ist auch weiter. so wichtig, es am lebenden Device zu haben. Total, ja. Genau, einmal um ein echtes Gespür zu bekommen. Und diese Funktion ist auch echt cool, wenn ihr, es gibt eine Companion-App auch fürs Mobiltelefon, also von XD. Wenn ihr das drauf habt, könnt ihr hinterher auch euch die App runterladen. Es synkt sich dann mit diesem XD-File. Ihr könnt es ausstöpseln und einfach für Kaffeetests oder um es Kollegen im gleichen Gebäude zu zeigen, einfach mitnehmen und habt den Live-Prototypen sozusagen. Auch sehr cool, alle Änderungen, die man live am Desktop macht, sind sofort auf dem Mobile Phone. Das ist super beeindruckend, wenn ihr damit mal rumspielt. Also so schnell kenne ich das auch nicht, dass es wirklich in Echtzeit ist, weil da wird nichts künstlich gerendert oder wie es manchmal in anderen Mirroring-Anwendungen der Fall ist, sondern da ist eigentlich nochmal XD drauf auf eurem Telefon und das ist wirklich das Original-File, was dort arbeitet. Deshalb geht das so schnell und in Echtzeit. Fand ich auch immer mega beeindruckend. Ja, Genau. das stimmt. Das stockt auch null, ne? Oder Ja, lädt nach oder irgendwie genau. sowas. Genau. Genau. So, jetzt würde ich wirklich eigentlich im Grunde mal so einen Ablauf halt wirklich bauen. Ja, als erstes fehlt mir jetzt mal vielleicht ein Bild vom Hausmeister. Es ist vielleicht auch irgendwie ganz schön, mal zu zeigen. Also man kann im Grunde bei, jetzt auf, bei Adobe Stock hier halt einfach ein Bild halt suchen. Sagen wir mal Mann, Porträt oder so. So, Moment. Wen nehmen wir denn? Nicht der typische Hausmeister. Aber er könnte Hausmeister sein. Ja, ne? Ja. Genau. Jetzt sieht man hier schon, jetzt hat man halt die Möglichkeit, das in eine Cloud, die CC-Bibliothek halt hochzuladen. Kann hier halt auswählen seine unterschiedlichen Projekte. Ich mache das jetzt mal beispielhaft. Also das sind meine Bibliotheken von Adobe, die ich halt habe. Die Mieter-App ist halt jetzt eben schon mal halt ausgewählt und jetzt sieht man halt, ich habe es gerade im Grunde in der Mieter-App halt als Vorschau halt gespeichert. Und dann gibt es die schöne Funktion, dass man hier gleichzeitig die CC-Bibliothek öffnen kann. Das heißt, wenn zum Beispiel Farben halt schon definiert sind, die ihr schon in Photoshop oder in InDesign oder in Illustrator halt übernommen habt, weil ihr vielleicht schon ja, Daten von einem Printprojekt oder so halt bekommen habt vorher, wären die halt automatisch hier drin und eben auch die Grafiken, die ich eben in diese Bibliothek hinzugefügt habe. Und jetzt einfach auf dem Reinziehen ist das halt bereits in diesem Kreis halt irgendwie Das finde drin. ich auch super smart. Also dann glaube ich, kommt wirklich diese Cloud zum Tragen, dass man typischerweise richtige Bitmaps editiert hätte in Photoshop, vielleicht Illustrationen, feinere Illustrationen gemacht hat in Illustrator und einfach diese Libraries miteinander shared. Man muss sich da nicht noch Files hin und her schicken und irgendwas nachbauen, sondern man hat Genau. einfach die Werte da. Das ist echt super smart. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt noch zeigen, aber ihr seht, das ist jetzt auch so ein leichtes Wasserzeichen Können drüber. wir gerne Genau. machen halt.
Genau, jetzt, also es ist wahrscheinlich ja immer so, werden dir noch irgendwie im Designprozess zeigt, werden nicht unbedingt sofort halt alle Bilder halt gekauft, weil es ja eben auch was vom Kunden abgenommen wird und so weiter. Man kann das nämlich hier ganz einfach halt machen. Meist werden ja Bilder dann auch auf mehreren Seiten halt noch verwendet. Und wenn wir können hier im Grunde über einen Rechtsklick auf die Grafik in der CC-Bibliothek sagen Lizenz. Und kann das dann im Grunde einfach lizenzieren und dann tauscht sich das halt gespeichert so. Mhm. Und jetzt tauscht sich das eigentlich normalerweise. Genau, jetzt das hat nur ein bisschen länger gedauert, arbeitet noch. Genau. Tauscht sich dann halt direkt halt auf. Das heißt, es aus. Das Wasserzeichen verschwindet dann auch. Genau. Nicht, dass das jetzt so lange lädt. Ja. Normaler Vorführeffekt. Aber ja, was halt auch passiert ist, wenn man in Photoshop zum Beispiel mit dem Bild, was das Wasserzeichen hat, das noch bearbeitet, verschiedene Bearbeitungsebenen hat, arbeitet aber noch mit diesem Wasserzeichenfoto, lizenziert es dann. Dann wird es automatisch auch geupdatet in Photoshop. Das heißt, man muss nicht den ganzen Prozess nochmal neu machen mit einem neuen Bild. Man hat eigentlich das Bild durch die Library dann auch in XD drin. Also es ist echt super smart und spart sehr, sehr viel Arbeit. Genau. Gut. Okay. So, jetzt würde ich zum Beispiel hier mal anfangen, das halt als Symbol zu erstellen, weil ich das ja wahrscheinlich, mache das mal hier wieder zu, weil ich das zum Teil zum Beispiel öfter verwenden könnte, wenn ich jetzt hier so einen Chat baue und der Hausmeister halt immer irgendwie mit mir spricht. Das heißt, dass ich dann im Symbol im Grunde, wenn ich da jetzt irgendwas ändere, zum Beispiel ein anderes Bild halt einfüge, dass ich das dann halt überall halt auch austauschen würde. So, das füge ich jetzt einfach hier. Ja, mal ein. Genau, vielleicht nochmal kurz zur Wichtigkeit von Symbolen. Also man kennt es vielleicht aus Actual, das sind dann Master oder in Sketch sind es auch Symbole. Genau. Das sind aber Sachen, die man anlegt, an denen man, wenn man dann einmal zentral eine Änderung macht, ist es an jeder Instanz dieses Symbols, werden die Änderungen auch gemacht. Man kann aber zum Beispiel Schrift in einem Symbol auch pro Instanz ändern. Und das hat der Matthias auch gestern gezeigt. Genau. Genau. Ja, noch dazu. So, mach mal so ein bisschen. Zieht das mal ein bisschen rüber. Das ist zum Beispiel auch so was Klassisches hier unten. Das wird halt meine Eingabe halt dann sein, wo ich halt meine Antworten im Grunde reintippe. Machen wir die mal vielleicht ein bisschen höher irgendwie noch. Das würde ich zum Beispiel auch direkt als Symbol halt anlegen. Ich mache das jetzt erstmal irgendwie in Grau, weil das hier soll später mal halt der Button werden. Dann zum Beispiel auslöst, wenn ich halt ein Foto machen möchte oder halt eine Tonaufnahme oder wie auch immer. Durch die Alt-Taste sieht man übrigens immer, wenn man die drückt, halt tatsächlich die richtigen Abstände. Und ich bin wirklich so ein bisschen, ich habe es ein bisschen mit Abständen, dass es immer sehr genau ist. Deswegen super wichtiges Feature halt für mich. Ja. Genau. Und das ist auch, sind smart und magnetisch eigentlich die Sachen, ne? Also die orientieren sich immer aneinander. Genau. Die Objekte, das finde ich, funktioniert auch sehr gut. Genau. Und wenn es mal doch irgendwie schief hängt, weil er, warum auch immer, dann hat man hier natürlich auch sofort halt die Funktionalität, das halt wieder zu zentrieren oder eben oben auszurichten. Ja. Was übrigens auch für die Artboards klappt, ne? Also wenn du jetzt mal die Artboards ein bisschen vielleicht machst du nochmal eine größere Ansicht. Ach so. Also das alle so und sagen wir mal, das schiebst du jetzt ein bisschen runter, das ein bisschen hoch. Ach so, Genau, muss es oben anfassen. Ach so, jetzt habe ich im Moment gerade einen Hintergrund. Ja, jetzt. So, okay. So. Genau das. Und das ist ein bisschen Kraut und Rüben. Dann kannst du auch das alles markieren und oben sagen, aneinander ausrichten. Zack. Und dann steht es wieder halt alles da. Genau. Auch was ich cool finde zum Housekeeping, man kann einfach oben drüber draufschreiben und in diesem Screen jetzt schon einen Titel geben. Man sieht, hier ist jetzt per Default steht einfach das iPhone mit den Maßen. Man kann es halt sofort da machen, muss nicht auf irgendwelche Ebenen springen. Das spart auch manchmal Zeit. In anderen Programmen finde ich das sehr nervig. Genau. Ich weiß nicht, zeigst du das hinterher noch mit dem Fold vom Mobile, dass du das einfach größer ziehen kannst? Ach so,
hatte ich jetzt erstmal, also da das so ein bisschen ein Ablauf halt ist, erstmal noch nicht. Genau, aber einfach nur, um es zu zeigen. Also es sind ja, das Artboard ist vorgegeben als, und hat die Maße von einem iPhone 6, 7, 8. Wenn man aber jetzt, klick mal drauf, auf das zum Beispiel, und dann ziehst du es unten an diesem Ding runter. Genau, es ist ja häufig so, man kennt es ja von mobilen Screens, da ist halt viel zu scrollen. Das liegt ja in der Natur der Sache. Was hier XD automatisch macht, ist diese gestrichelte Linie, die ihr vielleicht seht, gibt das Rahmenmaß vor des eigentlichen Viewports, aber dadurch, dass man das jetzt gemacht hat, ist das Ding automatisch scrollable. Das heißt, wenn ich das jetzt auf mein Telefon übertrage, scroll ich einfach und habe automatisch das angelegt und den Scrollbereich definiert. Das finde ich auch sehr smart. Aber das Schöne ist auch, dass man immer sieht, wo der Viewport genau, ist. Genau, da muss ja auch nichts händisch irgendwie anlegen und so weiter, sondern das ist einfach vorgegeben durch dieses Artboard, weil man es aus der Library des iPhones gewählt hat. Also auch eine coole Sache. Okay, ich würde das mal hier stehen lassen. Genau, und jetzt würde ich im Grunde eigentlich tatsächlich so einen Ablauf halt bauen. Ich hatte ja schon gesagt, Waschbecken, na, will sich's nicht drüber bewegen. Okay, dann schiebt man es jetzt mal so mal rüber. Ich hatte ja schon gesagt, Waschbecken gerissen könnte man zum Beispiel halt nehmen. Dann wird halt hier gesagt, hallo, ich bin dein Hausmeister. Obwohl das sagt, eigentlich macht man ja meist so einen Startscreen halt vorher. Hausmeister. Und dann kommt, wie kann ich dir helfen? Na? Und man würde dann halt eingeben, im Grunde Waschbecken kaputt. Eigentlich müsste man das Step für Step halt bauen. Ich überlege halt, ob ich das im Grunde jetzt mal erstmal alles in einem Screen halt mache. Die Zustände dann halt peu à peu, also nur, dass man jetzt erstmal die Abfrage an sich halt versteht, dann würde wahrscheinlich der Hausmeister halt wieder fragen, in welchem Raum, weil man ja Waschbecken vielleicht in der Küche und im Bad hat oder manche haben halt zwei Bäder. Und da könnte ich mir jetzt zum Beispiel halt vorstellen an der Stelle, dass man eben auch mal mit Icons arbeitet die halt als Buttons dann halt einfügt und so, eben da halt schnell was wählen kann. Das würde ich häufig manchmal, ich kenne so Quartz, diese News-App, die eigentlich wie ein Bot arbeitet, die finde, die machen das sehr schön. Also die machen erstmal einen Dialog und dann arbeiten sie auch schnell mit, wenn du eine Option hast, dann arbeiten sie mit Icons sozusagen im Chat. Natürlich müsste da noch eine Intelligenz wahrscheinlich hinter sein, wenn du weißt, der hat nur ein Waschbecken im Bad oder eine Einraumwohnung, dann würde diese Frage gar nicht gestellt. Genau, dann würde die überspringen. Das ist eben das eigentlich das Gute. Also wenn jetzt wirklich alles so weit digitalisiert wäre, dass ich die Ausstattung der Wohnung auch genau kenne, dann kann man das halt ganz gut halt mitmachen. Was ich aber auch mal tatsächlich gerne zeigen würde, ist halt, das ist jetzt, na, wieder nicht eine, was ist denn jetzt hier der Fehler? Das ist jetzt eine Variante halt der Darstellung. Machen wir jetzt einfach anders. Ja, Moment. Wie man eben so ein Chatbot halt darstellen kann. Wir könnten rein theoretisch auch sagen, da muss nicht das Bild vom Hausmeister halt sein, sondern es kann halt auch sein, dass die Frage eben einfach so gestellt wird und in viel, viel größer. Oder zum Beispiel, dass der Hausmeister vielleicht oben halt immer sticky halt hängt und dann ist halt klar, ich kommuniziere mit dem, aber er hat halt ein bisschen, es ist ein bisschen ein anderes halt Interface, was nicht so ganz so chattig halt aussieht. Ganz kurz noch, John fragt gerade, gibt es in XD Templates für Buttons, Listen, Tabellen, Eingabefelder etc.? Ja, da gibt es wirklich massiv Sachen. Ich bin froh, dass Sie mir diese Frage stellen. Ich switch mal ganz kurz auf meinen Bildschirm. Moment. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Quellen. Es gibt zum Beispiel XD-Guru, der ganz viele UI-Kits und Resources hat. In XD selber natürlich, wie Alex eben gezeigt hat, gibt schon die wichtigsten UI-Kits. Vielleicht schaust du gerade nochmal bei Datei, welches da gibt. Also Moment. Apple. Ach so, Android, genau. Datei, UI-Kits.
Genau, Apple, Google Material Design, Microsoft Windows. Es gibt auch eigene Toolkits für Wireframes schon in XD drin. Wenn du dich mal auf Behance umschaust, gibt es Ja. auch echt coole Designstudios, die dann schon, zum Beispiel hier, wir hatten ja das Thema Dashboard, hier Impeccable aus San Francisco, hat ein eigenes Dashboard-Toolkit, stellt es dir zur Verfügung mit 15 Charts, 100 Komponenten, 10 verschiedenen Screens. Da sparst du dir schon super Arbeit mit. Und es lohnt sich wirklich einfach auf Behance mal zu schauen. Alles, was hier diesen Tag hat, featured in XD oder made with XD. Da kannst du mal in die Galerie gehen, was es da alles gibt. Also gibt es echt coole Sachen. Schauen wir mal hier eben rein. Genau. Und manchmal sind das halt einfach Beispielprojekte. Aber auch ganz häufig wirklich Leute, die sich schon einmal die Arbeit gemacht haben, irgendwie so ein Toolkit zusammenzustellen, die das hier kostenlos zur Verfügung stellen. Sehr coole Sachen. Schau gerade mal hier, ob es noch andere Toolkits gibt, die man hier sieht. Genau, auch hier zum Beispiel gibt es auch Dinge für ganz andere Devices, ne? Hier zum Beispiel für so ein Bildschirm für Kids. Genau. Auch wenn man bei Adobe selber, ich hatte hier mal ein paar Sachen aufgehabt, immer mal schaut, was es gibt, immer auch mal schauen, was für Updates im Februar gemacht sind, oder in pro Monat gemacht werden, weil das muss man auch nochmal betonen. XD updated und hat neue Features wirklich jeden Monat. Das ist auch krass schnell. Und man kann wirklich sagen, in jedem Update ist irgendwas Neues drin, was das Tool stark verbessert. Jetzt war zum Beispiel im Februar auch diese Drittanbieter-Integration mit ProtoPie für Animationen zum Beispiel und Kite, also zwei externe Tools, mit denen man Micro-Interactions machen kann in einem kleinen Rahmen. Die XD spricht jetzt auch mit Zeppelin, wenn man, was man ja auch kennt zum Beispiel von Sketch, mit dem Zusammenspiel Sketch Zeppelin, das kann XD jetzt auch, dass man für die Entwickler sozusagen die Spezifikationen macht aus XD hinaus und so weiter. Das schaut sich wirklich, lohnt sich wirklich immer zu schauen. Genau, das ist einmal im Blog und über den Newsletter hat sowieso. Und ich erzähle noch mal gerade ein bisschen Best Practice, um XD kennenzulernen. Hatten wir auch vorhin schon ein paar Mal. Wirklich User Voice ist wirklich so das Nummer eins Ding. Ich gucke jetzt mal hier zu meinem Beispiel Micro Interactions, was ich eben genannt habe. Wenn euch sowas fehlt, zum Beispiel so ein Feature, und ihr das gerne hättet, würde ich erstmal immer hier schauen, was gibt es denn hier? Manchmal auch, wie man es schreibt, ist natürlich die Sache, dass man aber Sachen nicht doppelt macht. Aber ihr seht hier zum Beispiel, 3000 Leute haben gewotet, dass man individuelle Elemente mit Micro-Interactions irgendwie animiert bekommt. Das heißt, in XD selber ist das Feature jetzt schon auch schon im Backlog, weil was man auch wissen muss bei User Voice, da sitzen wirklich Leute vom XD-Team. Also wirklich eine große Anzahl an Leuten, die tatsächlich Tag für Tag an diesem Tool arbeiten. Das können auch Produktmanager sein oder die Designer. Jeder monitort das immer und schaut ganz genau, was die Community wünscht. Und es liegt dann an euch, Sachen abzuvoten sozusagen. Ihr seht hier 3000, das ist schon krass viel für ein Feature. Und deshalb ist es auch schon im Backlog drin. Und solange das jetzt noch nicht perfekt gemacht ist und XD es selber perfekt anbieten kann, schaut man halt rum, mit welchen Third Parties kann man arbeiten. Im Moment ist ProtoPie gewählt und Kite. Sehr coole kleine Sachen. Und genau, also die User Voice von XD lohnt sich absolut immer anzuschauen für Feature Requests. Und man erhält auch dann ein Update, wenn sich irgendwie der Status vom Feature ändert. Zum Beispiel im Backlog oder in Produktion oder im nächsten Release. Darüber wird man immer informiert. Ich hatte es auch ein paar Mal, mir fehlten ein paar Sachen, die ich hatte. Ich überlege gerade, was es war. Zum Beispiel diese Zeppelin-Integration war für mich total wichtig, bevor ich es überhaupt im Team empfehlen könnte, damit in Produktion zu arbeiten. Habe das in User Voice hochgevotet und wurde dann informiert, sobald es implementiert war. Also das auf jeden Fall ein Top-Tool, um es zu nutzen. Genau. Schaut euch auch immer auch auf dem Adobe-Blog rum, was da mit XD getaggt ist. Und auch hier zu der Frage aus der Community. Hier gibt es eine super Auflistung von UI-Kits für Adobe XD. Genau. Zum Beispiel auch für Smartwatches. Da kann man sich diese ganze Arbeit sparen und muss sich nicht überlegen, was für Abmaßung hat das Ganze.
Man kann auch hier für Spielekonsolen gibt's schon fertige UI-Kits. Und das ist alles wirklich hochwertige Vorlagen von guten Profi-Designern. Sonst würde Adobe das auch nicht auf dem Blog featuren. Genau, was haben wir noch? Hier haben wir nochmal ein anderes Dashboard, was ich euch eben auch vorgestellt hatte von Impeccable. Transportation and Ridesharing, das heißt, wenn man irgendwas mit Maps oder so hat, da gibt es hier schon diverse Vorlagen. Travel App. Und ganz klassisch hat man halt viele Interface-Elemente, wo man erstmal nicht das Rad neu erfinden muss, sondern sich auf ein Tried and Trusted Toolkit verlassen kann und es dann selber für sich selber eigentlich customized nach seinen Bedingungen. Aber geht davon aus, wenn sowas hier ist, haben sich schon viele schlaue Leute mit ähnlichen Problemstellungen um so etwas gekümmert. Also das auf jeden Fall eine Empfehlung. User Voice, super wichtig für alles, was in die Zukunft gehen soll. Den Blog mal checken, was überhaupt neu ist. Ressource schauen, wie sowas wie XD-Guru. Und dann habe ich noch einen Tipp. Genau, da muss ich auch eben mal auf Twitter für gehen. Während Alex hier ein bisschen arbeitet, genau, wollte ich sie Entschuldigung, mal das kurz nervt. entlassen. Nee, das passt schon. Adobe XD Sources ist ein super Twitter-Account, den ich euch empfehle. So viel. Und da ist vor allem auch hier Elaine aus dem XD-Team. Die taggt immer mit Adobe XD und Pro-Tipp. Wirklich coole Tipps, wenn ihr richtig tiefer noch in XD drin seid, wie man wirklich Shortcuts macht und sich das Leben leichter machen kann in XD. Ich schaue noch mal, was die letzten waren. Zum Beispiel Vektoren einfach direkt aus Illustrator in XD kopieren für editierbare Objekte. Sowas kann man benutzen. Genau. Auch ein Feature, was häufig gefragt wurde, war Underline von Typografie. Und was jetzt in XD möglich ist, ist es einfach diese Underline zu machen. Und ihr seht auch schon typografisch viel feiner. Vielleicht schaust du mal hier zum Beispiel Underline, berücksichtigt auch wirklich Nur die, die Underscores von einem genau. Y zum Beispiel. Ah, Also okay. auch wirklich typografisch korrekte Unterlinungen. Was mich auch nicht wundert, weil jetzt so jemand wie Colvin auch im XD-Team ist, den vielleicht den einen oder anderen von euch kennen, der früher bei New York Times Art Director war und solche Sachen. Das heißt, es passiert die ganze Zeit was und jeden Monat kommen neue Releases. Also das fand ich einfach auch nochmal beeindruckend an der ganzen Sache. Genau. Können wir zu dir switchen? Hast Ja. vielleicht ein bisschen da rumgearbeitet und kannst ja mal ein bisschen erklären. Genau, ich habe jetzt eigentlich erstmal ja, zum Beispiel einen Hintergrund halt hier eingefügt. Ich weiß nicht, den sieht man wahrscheinlich gar nicht so stark, ist nur ein leichter Verlauf halt. Ich habe mich jetzt eben so ein bisschen nach Vergleichen der Varianten, ob ich jetzt halt sowas haben möchte, wirklich mit einem Vorschaubild, eigentlich doch eher entschieden. Ich würde es eher gerne ein bisschen cleaner halt Einfach halten und typografisch. die typografisch halt lösen. Dann kriegen aus meiner Sicht halt auch zum Beispiel die Icons bei der Abfrage dann halt ein viel stärkeres Gewicht. Ich nehme die jetzt mal raus. Genau, würde jetzt halt so ein bisschen hier unten im Grunde in der Eingabe halt bauen, wie die aussehen soll, weil ich die eben auch ganz gerne als Symbol machen möchte. Moment, dann nehme ich mal das hier rüber mit Wo du rein. auch arbeitest, vielleicht auch ein bisschen zum Flow fragen, nochmal aus der Community. Gibt es die Möglichkeit, mit Copy und Paste eine gleiche Stelle von einem Artboard zum anderen zu kopieren wahrscheinlich? Ja, das läuft automatisch. Also er merkt sich wirklich die Stelle, an der du was gemacht hast, per Copy und Paste. Ich weiß nicht, ob du das demonstrieren willst, aber Ach so, von einem aufs andere von einem aufs Artboard, ne? andere, genau. Ne? Ja, Genau, exakt. es merkt sich halt auch, es merkt sich das meiner Meinung nach selbst bei dem, wo wir den länger gezogen haben. Probier das nochmal Moment, kurz, mal weil kurz es meiner probieren. Meinung nach sich gemerkt hat, dass wir auf einem iOS-Artboard sind. Nochmal, genau. perfekt. Also es ist so intelligent, dass es das ganz smart und man nicht noch Sachen hin und her schieben muss. Finde ich halt sehr cool. Okay, erzähl gerne ein bisschen Okay, weiter. jetzt würde ich halt mal anfangen, einfach um es mal beispielhaft zu zeigen, eben das hier in ein Symbol halt nochmal ja, einfügen, dass ich dann halt eigentlich das nicht mehr nur rüber und über kopieren kann, sondern tatsächlich halt dann auch immer die Symbole halt benutze. Wenn ich das nämlich mal ändere, dann tauscht sich das eben dann auf allen Screens halt entsprechend aus. Also kann man jetzt mal hier mal
zeigen. Moment, des Ursprungs angelegt ist. Na? Sind heute davor ich, für ich glaube, das war die Instanz, was auch Matthias gestern gezeigt hat. Die Schrift ist das Einzige, was man dann pro Instanz, glaube ich, ändern kann. Eigentlich nicht. Nee? Ich habe es gestern nämlich schon probiert. Also deswegen wundere ich mich jetzt gerade. Das ist ein bisschen der Vorführeffekt. Aber eigentlich geht das nämlich ganz einfach zu ändern. So, bei hier, genau, hier sieht man genau, halt, dass Farben es halt funktioniert. Also Farben funktioniert problemlos. Ich stelle es mal wieder zurück, die Ursprungsfarbe. Und auch wenn man hier zum Beispiel ein Icon halt verschiebt, was man jetzt schon sieht, was irgendwie krumm und schief ist, wird das eben dann auf allen Screens halt ausgetauscht. Genau, also es ist halt was super Wichtiges, gerade wenn man eben mit so einer Abfrage halt tatsächlich arbeitet. Total wichtig. So, ich habe jetzt hier mal gerade nochmal die Farbe halt auch umgefärbt, hier oben ein bisschen dunkler gemacht, weil ich eben doch lieber eigentlich einen Text drauf haben wollte, der halt auf weiß steht, einfach um eine Unterscheidung halt stärker zu machen zwischen der Frage und der Antwort. Und das wurde dann eben automatisch auch halt überall ausgetauscht, weil eben die Farben hier definiert sind. Was ich auch schon gestern ein bisschen, da muss ich jetzt mal die CC-Bibliothek halt wieder öffnen, was ich gestern halt schon gemacht habe, ist halt auch schon ein bisschen halt nach Icons gesucht, die ich halt verwenden kann, weil natürlich die ganze App halt wirklich von Icons halt lebt zur Unterstützung. Und jetzt kann ich die im Grunde einfach hier reinziehen. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich mache die mal kurz raus. Die sind jetzt noch nicht lizenziert, dadurch habe ich sie im Grunde halt nicht als Outline. Das mache ich jetzt mal eben, weil so kann ich sie natürlich jetzt eben schlecht verwenden, weil es ja halt nur ein Bild ist. Jetzt datet sich das ab und danach sind die halt dann sofort als Vektorgrafik im Grunde verfügbar. Und das kann ich mir ja hier einzeln rausnehmen. Ich habe mit irgendwie... Ist da irgendwas gelockt noch oben? Ja, das... Einen Moment. Ganz kurz rein. Nee, eigentlich ist es nämlich nicht gelockt. Also ich zeige es beispielhaft. Ich habe es nämlich schon an anderer Stelle halt drin. Hier sind sie halt schon drin. Das sieht man auch hier in der Vorschau, die... und die kann ich hier halt auch einzeln bereits halt anfassen und eben ziehen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt hier abfrage, ist es in welchem Raum ist es denn? Gehen wir jetzt nochmal hier rein, kann ich halt dann im Grunde einfach das Icon halt benutzen. So, mal zurückschalten. Und da dann eben auch komplett halt ändern. Sieht man auch, also ich klicke mich immer tiefer im Grunde in die Ebene halt des Icons rein. Ja. Und wenn ich das halt dann mittig platzieren will, klar, nehme ich das halt hier. Vielleicht könnte es noch ein bisschen, also ich gucke mal ganz kurz. Ich arbeite immer super viel wirklich mit Maßen. Ja. Das wäre vielleicht so ein kleines, ich weiß nicht, wie es da irgendwie anderen halt geht, aber ich neige auch dazu gerne mal, wenn ich nicht was rechnen will und weiß irgendwie, das muss 15 Pixel kleiner sein, dass ich das hier eingebe, das nimmt es halt noch also nicht, an, genau. Genau, so, Moment, kann ich das eigentlich auch rausnehmen und nehme die beiden, kann ich auch gruppieren halt einfach und dann im Grunde duplizieren. Dann nimmt er natürlich nur den Hintergrund mit. Moment. Zack. So, einmal mittig, also das wäre jetzt das Zeichen für Bart, das muss man wahrscheinlich noch klein unten drunter schreiben. So, ich könnte mal auch den nächsten Schriftstil eigentlich mal definieren. Ist jetzt hier unten drunter passiert, jetzt sieht man die DIN Pro Bold zum Beispiel, ist jetzt eben auch halt schon als Schriftstil halt definiert. Bad oder Küche. Genau. Und so würde ich halt peu à peu halt jetzt tatsächlich diese Abfrage halt erstellen. So, jetzt kopiere ich das nun mal auch hier rein.
weil ich eigentlich ja lieber diesen Screen halt nehmen will. Mhm. Und jetzt fehlen halt im Grunde die ganzen Bestätigungsscreens. Moment. Nehmen wir mal kurz den Hintergrund raus, das mache ich später. Ich probiere das jetzt mal mehrfach halt hin, damit ich auch wirklich mal so einen Ablauf halt hinbekomme. Genau, lassen wir so. Ich schaue nochmal in die Community rein, genau. Genau, hier sind auch Leute, die zum ersten Mal vom Tool gehört haben und sich damit auseinandersetzen wollen. Finde ich super. Hi Max. Ich hoffe, ein paar coole Features konnten wir dir ja schon hier näher bringen, die es einfach schnell und smart machen, unserer Meinung nach. Genau, NJ sagt auch, die Kits sind super. Ich arbeite auch gerne mit Shapes, die ich zu Symbolen umwandeln. Genau, das kann man damit immer umpassen. Ja, genau. Genau. Ich habe so ein Kürzel für. So, Stefanie fragt noch, kann man das Bild des Hausmeisters innerhalb des runden Rahmens verschieben, vergrößern etc.? Ich kann eigentlich nur das Gesamte halt tatsächlich vergrößern. Ich müsste dann direkt, ich kann, aber was ich halt machen kann, ich kann das Bild halt in Photoshop halt nochmal bearbeiten tatsächlich und das halt wieder in diese Bibliothek halt hochladen und dann tauscht sich's halt da direkt halt aus, genau. Da muss auch ein bisschen nochmal runter verschoben werden tatsächlich. Ja. So. Genau. Kann ich dir helfen? Was wäre denn die nächste Abfrage? Wäre wahrscheinlich. Achso, L ist Lianara, sagt, mit einer Schnittmaske kann man das doch machen. Ich habe damit schon auseinandergesetzt, das muss man jetzt mal schauen, aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Na. Also, was ich super finde, sind tatsächlich hier die Abstandshelfer. Die weiß, also, die hilft irgendwie extrem. Vielleicht als nächste Frage, in welchem Zustand ist das Waschbecken? Da kann man im Grunde jetzt halt, das ist hier so automatisch, läuft das halt durch die ganze Zeit. Jetzt mache ich es aber auch richtig. Man kann aber eben auch dem Text halt eine Begrenzung geben, indem man dann hier halt einfach klickt. Und dann halt zum Beispiel sagt, ja, 325 Breite und das halt natürlich dann irgendwie entsprechend auch nach unten aufzieht. Entschuldigung, hier sind noch kleine Sachen. Und dann hat man im Grunde eine fest definierte Textkachel halt die ganze Zeit so. Das hatte Matthias auch gestern ein bisschen erzählt, das ist eigentlich ein ganz smartes Tool. Also man kann entweder sagen, ich möchte es mit Umbruch haben, den Text, oder ich kann es mir dann auch punktiert und dann groß ziehen. Mhm. Und dann skaliert das einfach super schnell. Man muss nicht händisch Sachen eingeben. Das stimmt, genau. Ja. Da machen wir vielleicht auch wieder zwei Buttons. Ja. Andrew Lichts fragt gerade nochmal konzeptionell, wie geht man mit den Edge Cases bei den Buttons um? Wenn beispielsweise ein weiteres Waschbecken in einem anderen Raum ist, Flur oder so. Ich hätte jetzt gerade in unserer Intelligenz weiß er das ja, ne? Also er kennt ja die Wohnungsdaten. Genau. Also Du bist als Nutzer ja nicht gezwungen, das anzugeben, sondern die Default, was du zur Auswahl hast, kennt das System, weil es weiß, was für Waschbecken in deiner Wohnung sind. Genau. Also du triffst im Grunde nur die Eingabe. Also du machst die initiale Eingabe, dass du schreibst, was halt kaputt ist, Waschbecken kaputt. Und dann im Grunde, hier steht eigentlich auch nicht eben, wie kann ich dir helfen, sondern wo befindet sich das Waschbecken? Und eigentlich weiß die Anwendung eben, dass du Waschbecken im Bad, in der Küche und im Flur halt hast. Und für die Auswahl zum Beispiel wäre das halt dann im Grunde so, dass dann eben hier drei Auswahlfelder halt stehen. Da steht dann als Icon halt noch Flur. Das könnte so ein Slide Element sein, genau. Moment. Hier auch einstellen. Zack. So. Welchem Zustand? Genau, was wäre denn jetzt kaputt? Oder komplett kaputt. Oder halt das zweite wäre vielleicht ein Schaden. Auch das sind halt im Grunde nur Buttons. Mhm. So, und jetzt würde vielleicht
genau, würde ich darauf halt antworten. Na. Und da würde jetzt die Abfrage vielleicht kommen. Ich ziehe das jetzt mal alles hier nach oben. Kannst du den Schaden dokumentieren? Oder kannst du uns ein Foto des Schadens schicken? Und dann würde man im Grunde auf das Plus halt gehen und das wäre jetzt halt dann der nächste Screen, dass ich dann halt baue, wie das halt aussehen würde, wenn ich halt auf das Plus halt klicke, welche Funktionen da halt dann eben drin sind. Ich gebe dem Ganzen mal wieder einen Schatten nach oben. Vielleicht kriegt das eben dann auch so eine, könnten auch so eine Hinterlegung halt machen. Na. Genau, auch hier nochmal zum Interface, was wir auch gestern schon mal drüber gesprochen haben. Im ersten Augenblick sieht das ja sehr reduziert aus, was da an Interface-Elementen ist bei XD, aber das Team hat es wirklich so gemacht, dass man immer nur das hat, was man braucht in dem Moment. Also das ist wirklich kontextsensitiv. Es wird mir das angeboten, rechts in dem Panel, was ich jetzt auch wirklich nur machen kann mit den Elementen. Ihr kennt es vielleicht, weiß nicht, zum Beispiel bei Actual hat man immer, muss man immer noch kognitiv entscheiden, was brauche ich denn jetzt überhaupt alles. Und hier wird es wirklich eingeblendet, je nachdem, was ich damit machen kann. Aber da hast du noch gerade was Cooles, mit was Coolen rumgespielt. Vielleicht wollen wir das nochmal kurz Genau, vielleicht erläutern, nochmal das wieder kurz einen Room Schritt Thruster. zurück halt gehen, Das finde ich genau. auch echt ein Killer-Feature von XD. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gestern gesehen habt. Also vielleicht Genau. mal wirklich von null an halt durchgehen. Ich habe ja hier eben noch die Schriftgröße von hier oben übernommen. Jetzt kann ich das eben, weil ich ja auch schon Fonts halt definiert habe, Zeichenformate definiert habe, kann ich das hier halt ganz einfach halt ändern. Ich will jetzt hier zum Beispiel so eine, ja, eigentlich eine Abfrage halt machen, also Foto oder eine Auswahl, Foto aufnehmen, Foto auswählen oder Tonaufnahme. Eigentlich, um es komplett zu machen, wäre vielleicht ganz gut, hier sogar noch so eine Linie halt mit einzufügen. Dann kann ich beides gruppieren und Genau. kann dann über Wiederholungsraster benutzen, stand da, glaube ich, Ja, initial, genau. halt das Aufziehen und eine Wiederholung halt davon herbeiführen. Das Das wäre geht halt, übrigens auch in alle Richtungen, das genau. geht auch hier rüber. Das wäre halt sonst klassischerweise durch Duplizieren und dann irgendwie wieder einander ausrichten. Genau. Und das ist echt eine Total super. Zeitersparnis. Ist richtig gut. Und dann in dem Moment, wo ich das halt wieder aufhebe, habe ich die Elemente halt einzeln. Das heißt, wenn das hier jetzt nicht genau gestimmt hat, ich zoome mal ein bisschen ran, kann ich mir die jetzt halt nochmal so ein bisschen feinjustieren und eben dann das halt den Text halt ändern. Auch da gibt es halt ein super Feature. Wenn man eben den Text hier austauschen will, ich hätte das jetzt umgedreht machen sollen, als noch Wiederholungsraster war, da kann man auch Textfiles halt tatsächlich halt reinkopieren. Zeige ich gleich nochmal an einer anderen Können wir Stelle nachher nochmal vielleicht, zeigen. genau. Das ist auch super. Also man kann auf diesen Wiederholungsgrid eine ganze Reihe an Bildern nehmen, die draufziehen. Also wenn man hier zum Beispiel so eine klassische Liste hätte, wo Bild-Text-Elemente sind. Und man kann das gleiche mit einem Textfile machen. Also man muss sich nicht händisch da großartig Sachen austauschen, sondern es geht mit einem Drag and Drop rüber über dieses Wiederholungsraster. Also Wiederholungsraster ist echt ein super cooles Feature. Das Total. kenne ich auch aus keinem anderen Tool. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Und das braucht man ja wirklich so häufig. Also das ist ja wirklich was, ja. Genau, was ständig irgendwie benutzt werden muss. So. Also, machst du mal die Bibliotheken vielleicht zu? Nee, Entschuldigung, ja, stört ein kein Problem. bisschen, ne? Ja. Okay. Hebt man das mal wieder auf, die Gruppierung, die ich habe. Also ich arbeite immer sehr viel mit Gruppierungen, weil es halt tatsächlich viel leichter ja, dann halt zu kopieren und zu verschieben halt ist. Ich würde jetzt hier schon mal mir Platz einräumen, weil ich wahrscheinlich eben die Icons halt dazu nehme. Ich glaube, das habe ich vorhin auch gar nicht gezeigt.
Wir hatten ja gezeigt mal am Anfang, dass man eben die UI-Elements halt runterladen kann, je nachdem, für was man halt die Anwendung baut. Und das sind jetzt tatsächlich, das ist jetzt wirklich der Fall, da sieht man jetzt schon mal die ja totale Vielfalt. Da ist eigentlich alles drin, was man auch halt braucht. Und gerade wenn man Apps halt baut, die man wirklich absolut so lässt, wie es halt im iOS-System halt hinterlegt ist, ist das halt super, super sinnvoll. Genau. Das ist vielleicht auch zur Frage von John, wo sagt man die Buttons etc. Gesagt, also in diesem Projekt würde man klassischerweise auf die Standard-Buttons, die im iOS in den Human Guidelines definiert sind, die würde man einfach benutzen von hier. Ansonsten gibt es die ganz klassischen Rechteck-Kreis-Tools und so weiter, die man hier links sieht, wenn du selber was bauen möchtest. Aber gerade wenn du in so einem Ökosystem bist, wo eigentlich viele Sachen schon vorgegeben sind, nutzt du natürlich die im Toolkit sind. Genau. Ich nehme jetzt trotzdem mal, kann ich die, nee, das ist ein Image tatsächlich, kriege ich das Icon nicht alleine raus halt, aber ach, gerade so Klassiker, Cancel-Buttons oder halt eher so, halt so Layer, das ist ja wirklich was, was man irgendwie ständig halt braucht im Laufe der Anwendung. Genau, nur dass ich das mal halt gezeigt habe. Dann mache ich im Grunde eigentlich weiter. Also ich würde dann halt ein Foto, nehme ich das jetzt mal wieder hier raus, würde dann halt ein Foto einfügen. Müsste ich jetzt mal tatsächlich mal eins suchen. Ich nehme jetzt mal einfach einen Platzhalter, einfach schnell. Wieso switcht das immer wieder zurück? Ich nehme jetzt einfach mal ein ganz anderes Foto. Also dazwischen geht natürlich, ne, habe ich ja den eigentlichen Fotoscreen. Wenn ich jetzt keins auswähle, je nachdem, was ich mache, halt öffnet sich das dann halt entsprechend. Und dann würde ich eigentlich langsam schon zum Ende der Abfrage halt kommen, dass es halt da steht, super, danke, vielen Dank für die Information, wir haben deinen Schaden erfasst. Das war ja auch nochmal diese Idee, ob man da so Ticketnummern hat. Ja, genau, das würde dann nämlich tatsächlich halt kommen, dass ich, also ich stelle mir das eigentlich so vor, ich kürze das mal ein bisschen ab hier, dass man dann eben einerseits halt hier so vielen Dank und dann aber einen Link halt hat und dann eben nochmal so einen Layer halt bekommt, so wie er initial ist, einfach um das auch rund halt abzuschließen, wirklich gleich mit so einem Hintergrund, wo dann halt wirklich eine Ticketnummer und nochmal wann ist die Aufnahme des Schadens gewesen, also ein Datum vielleicht ist ganz sinnvoll. Und dann dachte ich, wäre halt auch ganz schön, vielleicht an der Stelle schon zu sagen, du benötigst einen Handwerker. Welcher Termin passt denn für dich? Dass man auch also mal so ein paar andere Elemente, dass man vielleicht schon mal eine Vorauswahl halt macht von möglichen Terminen, dass ich zum Beispiel unter der Woche immer bis 10 Uhr zu Hause bin oder so und deswegen auch ein Handwerker gerne eher kommen kann. Genau. So, machen wir vielleicht das auch mal. Also so, weil wir vorhin die Frage hatten, wie ich einen Button halt bauen kann. Also man kann das im Grunde einfach so machen. Man kann hier übrigens an der Stelle halt auch abgerundete Ecken halt eingeben. Und wenn man das Gefühl hat, ich möchte aber nicht an jeder Stelle halt eine Ecke haben, kann man eben auch hier klicken. Da sieht man, dass es teilt sich halt auf die vier unterschiedlichen Ecken auf. Da kann ich halt auch einen Wert im Grunde hier oben, den zum Beispiel an der Ecke, auf 0 halt setzen, dann habe ich so eine Art Sprechblase. So irgendwie. Genau. Also ist auch ganz gut, wenn ich das wieder halt zurückstelle, kann ich jetzt halt wieder ganz einfach überall halt das angeben. Genau. Ich muss sagen, ganz kurz, es ist so 2:30. Ihr habt schon gesehen, wie Alex weitergearbeitet hat an den Screens. Das ist jetzt so eine Mischung aus Rough, schon mal ein paar Farben hast du definiert, hast konzeptionell ist weitergedacht, wie du mit den Screens vorgehen würdest. Vielleicht kannst du nochmal so die Gesamtübersicht der Artboards machen. Genau, also ihr seht, das ist jetzt alles noch ganz schön messy und aber so ist es eigentlich auch im Alltag. Also das wäre jetzt eine schlechte Phase, wenn jemand sagt, kannst du mir mal dein File geben. Das ist dann der Moment, wo man sagt, na, kannst du mir noch 2 Stunden geben halt. Genau. Ne, so. Aber ihr seht, hier sind Inspirationen drin unten, alles möglich drin, wo du auch Ideen gehabt hast für die Sachen. Das ist halt auch das Schöne eigentlich an XD, finde ich, dass man wirklich dieses große Canvas hat und diese Flächen und dann einfach auch für sich unterschreiben kann. Inspiration und Artboards. Ah, okay.
Genau, also das ist vielleicht auch ganz wichtig, gerade wenn wir hier nochmal irgendwie bei dem ganzen Inspirationsteil halt sind. Es ist normal, dass man sich halt inspirieren lässt und dass man halt auch vielleicht Sachen halt zunächst mal halt nachbaut, die man irgendwo gesehen hat. Also gerade wenn man, also was ich immer ganz gerne suche, ist zum Beispiel so Elemente-Übersichten, wenn ich halt schon weiß, ich brauche wahrscheinlich auch für meine Abfrage halt mehrere Elemente, oder so mal eine Range irgendwie oder so kleine Buttons nur oder sowas ist halt irgendwie auch denkbar. Das kann man durchaus erstmal halt auch einfach ja, verwenden und nachbauen, weil man sowieso im Laufe der Zeit halt peu à peu sein Design halt vereinheitlicht, Genau. harmonisiert alles und dann am Ende eh wieder alles ja, anders halt aussieht. Genau. Genau. Genau, John sagt, es gibt ja nicht nur, er ist ja absolut richtig, John, wie gesagt, es Das gibt natürlich stimmt, auch ja. Material Design, wo hier Vorlagen sind, aber wenn du dich nicht in so einer Welt bewegst, wo es so Vorgaben gibt, kannst du halt auch natürlich selber die ganzen Buttons bauen, wie es Alex kurz gerade gezeigt hat, Genau. mit den Shapes. Aber ich finde auch nochmal ganz wichtig den Hinweis, das ist auch gerade, finde ich, bei jungen Designern häufig so, da denkt man immer, ich mache was total Innovatives, erfinde das Rad neu und werde jetzt alles neu erfinden, was es so gibt für Interface-Elemente. Tatsache ist aber häufig so, dass vieles im Grundaufbau und in den Pattern schon existiert, aus guten Gründen. Leute im Web kennen es auch, sind auch Sachen gewohnt. Und auch eine alte Grundregel im UX, also deine Website oder deine App ist nur eine von Tausenden, die vielleicht oder Hunderten, die Leute in der Woche benutzen. Also lass die Leute nicht zu sehr nachdenken über das, wie es grob funktioniert. Außer du hast jetzt eine künstlerische App. Aber in der Regel gehst du auf Apps oder Webseiten, um irgendeinen Job zu erledigen und du hast irgendeine Aufgabe, die du machen willst. Und es sollte sich nicht viele Fragen in deinem Kopf aufbauen, wie denn das grundsätzlich zu funktionieren hat. Und Genau. genau, es gibt auch dieses Ding, eigentlich diesen Ausspruch, everything's a mashup oder mix-up and steal like an artist. Und steal like an artist heißt nicht einfach alles, einfach nur klauen und sagen, es ist mein eigenes, sondern man guckt einfach, was es schon gibt. Häufig mischt man Elemente, oder Patterns und kreiert daraus, seine eigene Welt. Und das macht jeder so im Design. Ja. Also, ich glaube, wer sagt, ich erfinde immer alles neu, der lügt oder der macht es auch nicht besonders schlau. Nee, genau, das ist ineffektiv fast schon. Ja. Okay. Ja. Genau. Was machst du Kurz noch jetzt eine Strichellinie bauen, noch? weil das ist eine Funktion, die super hoch gerankt ist, die es im Moment noch nicht gibt halt. Deswegen mache ich jetzt so ein bisschen einen Workaround. Ich glaube, das sieht man fast überhaupt nicht. Achso, ich muss das mal aufheben. Dass ich im Grunde versuche, ja, also mir halt eine Strichlinie tatsächlich halt dann halt so halt zu bauen, indem ich eben auch einfach einen grauen Strich setze und den weißen und dann das Wiederholungsraster wieder nehmen, gleicher Effekt letztlich, genau. Genau. Ich würde auch so sagen, jetzt vom Timing her, wenn wir noch mal kurz reflektieren, was wir gestern und heute gemacht haben. Vielleicht gehst du auch noch mal auf die ganzen Arbeit, wo wir herkamen. Wir haben ganz viel runtergeschrieben Genau. erstmal vom Grobkonzept, von der Idee, die Alex hatte. Genau, vielleicht noch mal kurz halt durch. Also wir haben erstmal uns damit beschäftigt, was soll die App halt leisten können. Ja, welche Situationen gibt es, wo man irgendwie seine Hausverwaltung kontaktieren möchte. Dann habe ich das eben in eine Struktur halt gepackt. Wir haben dann die ganzen unterschiedlichen Funktionen ja gestern schon in der Umfrage halt ranken lassen. Da kam halt raus von euch so der größte Need ist im Grunde eine Schadensmeldung abzugeben. Darauf haben wir uns jetzt halt so ein bisschen fokussiert und ich kümmere mich jetzt halt langsam um diesen Bereich halt Schadensmeldung. Also ich habe hier grob schon mal eine Struktur festgesetzt mit Inhaltselementen für diese Kategorie und bin dann im Grunde ausgehend hier von diesem Bereich, also neuen Schaden melden, dann halt in eine Abfrage im Grunde halt eingestiegen. Und da entwickle ich jetzt halt peu à peu die ganzen Steps einer Anfrage und das Ziel ist es so ein bisschen für mich, dass man halt schafft, eine Abfrage einmal komplett halt abzuwickeln mit einer Terminfindung am Ende und dann halt auch irgendeiner Form von Notification aller, ach, der Hausmeister kommt nächste Woche 12 Uhr und guckt sich das halt an, so dass wir auch so einen Prozess vielleicht dann schaffen.
Sehr cool. Wie würdest du jetzt diesen Stand beschreiben von dir? Sind das bessere Wireframes, das schon angesandt? Ja, also, naja, bessere ist fast schon übertrieben, aber es ist schon sehr wireframig. Gut, ich glaube, man hat immer ein bisschen das Problem, dass man viele Sachen halt schon im Kopf hat, eigentlich schon weiß, wie man es grob macht, das aber für den anderen, der drauf guckt, nicht so richtig ersichtlich halt ist. Aber ich habe es grob halt strukturiert, ich weiß ungefähr die Schritte und müsste jetzt halt mal anfangen, wirklich den Ablauf ordentlich zu bauen. Also ein Auswahlscreen sieht ja nur anders aus als ein Bestätigungsscreen halt danach. Aber es ist so ein Mix aus dem eigentlich ein Wireframe eher, aber einige Interaktionselemente, oh, ja, sind halt schon im Grunde so ein bisschen definiert halt. Zum Beispiel, dass ein Button halt vielleicht in so einem Ton halt ist oder die Schrift oder so. So ein bisschen was habe ich halt definiert. Genau. Genau. Und du bist ja jetzt die ganze Zeit noch im Design-Modus, das vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Ihr seht hier oben die zwei verschiedenen Modi, Ja, genau. Design und Ich Prototype. gehe mal drauf auch. Genau. Und ihr seht dann auch schon, dass das Interface ganz, ganz anders aussieht. Was man hier machen kann, ist wirklich die Screens miteinander verbinden und die clickable machen. Also ich kann hier zum Beispiel sagen, wenn ich auf diesen Button halt klick, wobei der ist jetzt nicht so ein schönes Beispiel, wenn ich auf diesen Button halt klick, dann bitte gehe auf, jetzt kann ich die Zeichenfläche auswählen, wenn ich es Ja. jetzt ordentlich benannt hätte, wäre es Genau, aber da im würde ich sagen, Komma. und da rächt sich nämlich schon nicht frühzeitig die Screens zu benennen. Genau. Jetzt kann ich halt sagen, okay, alles klar, geht zum nächsten Screen-Übergang, lasse ich jetzt mal einfach ausblenden oder ich zeige vielleicht mal, was es halt für Übergänge halt gibt, nach links, nach rechts rein bewegen oder von oben oder unten oder eben in schieben ist halt möglich. Und dann kann ich halt das Easing halt auch noch einstellen, also das ist so eine Geschwindigkeitskurve quasi, und halt die Dauer des Ganzen, wie lang das halt dauern soll. Genau, und das kann man sich dann eben auch super halt angucken. Ja, und das war jetzt ganz Genau, simpel, aber das würde ich aber einmal morgen im Grunde eigentlich nochmal alles ein bisschen in der schicker. Session viel, genau, viel Genau. schicker, müssen wir erstmal Ja, die genau. Elemente bauen. Aber vom Prinzip her einfach, also das ist auch das A und O eigentlich in XD, immer, dass man im Kopf hat, ich bin entweder im Design-Modus oder im Prototyping-Modus. Das wirklich hier Control-Tab ist, glaube ich, der Shortcut immer zwischen diesen Dingern, Command oder Control-Tab, um zwischen diesen beiden Modi sozusagen rumzuswitchen. Im Design-Mode kann ich halt alles machen, was wir eben gesehen haben. Im Prototype-Mode verbinde ich die Screens und mache den wirklich zu einem klickbaren Prototypen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Ich würde sagen, wir haben ja noch 20 Minuten. Jetzt wäre eigentlich mal eine gute Zeit, uns nochmal ein Portfolio anzuschauen, weil das Ja, hatten wir ja der super gern. Community auch versprochen. Ich gucke mal, ein paar hatten ja schon Fabian und Rufus gehabt. Sonst habt ihr Community noch Fragen vielleicht hier zu den Screens, zur Vorgehensweise von Alexandra, irgendwelche Kommentare, irgendwas, was für euch neu war, irgendwas, was euch besonders gut gefällt, dann haut das gerne mal in die Kommentare rein. Genau, was habt ihr gelernt? Was fehlt euch noch? Alles sowas ist für uns total wichtig. Ich schaue jetzt gerade noch mal, ich switche noch nicht auf mein Screen, wir lassen noch Alex Screen offen und schaue gerade mal die Portfolios, die netterweise von euch zur Verfügung gestellt wurden. Und ein paar wurden ja schon gezeigt. Deshalb würde ich mal sagen, okay, das ist hier noch nicht gezeigt. Wir schauen uns das mal von dem Sebastian Honert an und ich switche jetzt einfach mal auf meinen Screen. Augenblick. Genau. Ich hoffe, Sebastian ist auch dabei. Also dann gehen wir doch auf deine Seite, weil dann kann ich noch mal den Chat ein bisschen Ach im so, Verlauf ja, macht schauen, was vielleicht Leute stimmt. noch für Anmerkungen haben. Dann gehen wir mal wieder zu dir. Genau. Und genau, ich hoffe, Sebastian ist Webcam-Zugang. noch live. Wenn nicht, würden wir einmal durchgehen. Ja, sag doch mal deinen ersten Eindruck. Was würdest du Ich sagen muss zu diesem? immer übers Mikrofon hinweg Ja. gucken. Genau. Okay. Ich würde, glaube ich, also was ich eigentlich immer mache, wenn ich eine Website angucke, ich scroll erstmal nach unten. Also mein erster Eindruck, also ich mag das Logo recht gerne, muss ich sagen. Ich finde auch immer ganz gut, wenn auf den ersten Blick halt sofort ersichtlich ist, was du halt wirklich machst. Finde auch ganz gut, wenn man halt schon mal sieht, wer ist das. Ich finde das Foto etwas streng, muss ich Jo. sagen. Finde es ein bisschen,
kommt nicht so super, super sympathisch rüber, sag ich Okay, jetzt alles mal. klar, ja. Genau, weil das sind auch verschränkte Arme, ne? Das Ja. drückt ja so ein bisschen aus. Was wollt ihr denn? Das stimmt. Ja. Ein bisschen Ja, ernst ja, vielleicht, ja. genau. Dann steht hier ganz kurz, ne, was du machst. Okay. Ich muss mich mal ein bisschen Ja, durchklicken, klar, schau tatsächlich, erstmal durch. so wie man es auch normalerweise halt macht. Okay. Vielleicht auch Community, was denkt ihr, was ist so euer Eindruck? Okay, Moment, das ist jetzt Fotografie, das aber jemand ganz anderes macht halt, ne? Okay. Und jetzt kommen hier Arbeitsproben. Aber ich sehe noch Na, keine das sind Arbeitsproben. keine Arbeitsproben, Ich ne? sehe nur Moment, hier Zitate oder ist jetzt Testimonials. Ah da. ja, okay. Was passiert jetzt? Okay, Ah. okay. Okay. Also das wäre erst meine erste Ja. Anmerkung, wenn die Hauptnavigation Referenzen und Arbeitsproben heißt. Ah, gucke, Ach über so, diesen. ich bin Ach, du da bist drauf auf gegangen dem. wahrscheinlich halt. Wobei ich das auch nicht so, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn es nur einen Unternavigationspunkt Das gibt würde ich auch halt. sagen, ne? Ob es das. Also dann würde ich jetzt eher, also ich würde zum Beispiel, das ist ja eigentlich was sagt, was du für Leistungen anbietest. Ich glaube, ich würde die drei Punkte eher unter Leistungen halt hängen. Also es ist ein Oberbegriff Leistung halt gibt, wo dann halt beschrieben ist, was die Leistungen halt sind. Und würde stattdessen ja eigentlich Referenzen wirklich, das ist für mich sind die Arbeitsproben im Ich Grunde sehe auch den eigentlich. Unterschied nicht von der Begrifflichkeit her, ne? Nee, von der Begrifflichkeit gibt es keine, aber so Ne. inhaltlich ist es hier so, dass tatsächlich Kundenstimmen, Kundenstimmen halt genau. kommen. Wobei ich das auch. Also ich sehe, ich sag mal, was ich halt wirklich, glaube ich, anders machen würde, was einfach sowieso nicht so viel Content ist. Ich würde, glaube ich, hier etwas mehr mit einer längeren Seite, mit einer längeren Startseite arbeiten. Also du hast hier eine ziemlich strikte Navigation, aber du hast überhaupt gar keine Content-Navigation zum Beispiel an der Stelle. Und es ist halt so, dass ja, die meisten Leute halt wirklich über den Content halt tatsächlich navigieren. Das heißt, ich würde schon auf der Startseite vielleicht die Kundenstimmen in einem Slider halt noch einbinden, weil du hast ja eigentlich theoretisch Platz. Es könnte ruhig etwas länger sein und vielleicht auch die Referenzen schon ein bisschen anteasern. Gehst du mal hoch. Was mir gleich aufgefallen ist, sind so Sachen, ich würde jetzt mal mutmaßen, im Web ist gelernt, wenn man auf ein Logo klickt, kommt man auf eine Startseite, ob es wirklich einen eigenen Hauptnavigationspunkt Startseite braucht und was dort passiert, weil, was alles gesagt hatte, eigentlich bietet sich diese sehr schlanke Seite dadurch an, auf der Startseite zu sagen, Leistung, Kundenstimmen, Referenzen, Genau. einfach ein bisschen anzuteasern, was einen auf der Seite erwartet und nicht erstmal das zu lesen, dann scrolle ich runter. Also ich sehe das sehr große Foto, sehr prominent. Das sagt erstmal nichts über die Leistungssprechung aus. Du könntest auch Schauspieler sein, du könntest irgendetwas sein. Hier steht natürlich Webentwickler und WordPress-Spezialist. Aber das würde mich sofort neugierig machen. Unten kommt dann sehr viel, eigentlich nur Text, was etwas natürlich bedeutet für die Leute, die sich damit auskennen. Aber auch dann Webdesign Erlangen, das ist für mich, bedeutet erstmal nichts, wenn du oben schon gesagt hast, ich bin ja Webentwickler und Ja, WordPress-Spezialist. Du genau. könntest auch sagen, aus Erlangen, wenn das irgendwie wichtig ist. Und wenn nicht, hätte ich das als Headline rausgelassen. Genau, was Also, ich auch noch sehe, weil es ist halt echt immer das Problem, dass so viel Text gar nicht, es ist eigentlich nicht viel, aber trotzdem gar nicht so gelesen wird. Und du hattest, glaube ich, auch eben schon ein Modul auf einer Seite, wo du so ein bisschen, Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob das Beratung war. Wo du so Balken halt hattest, was du halt machst. Das ist ein bisschen leichter halt zum Beispiel zu erfassen. Hier unten. Das ist eigentlich was ich mir auch gut vorstellen könnte. Da kann ich sofort halt viel klarer halt erfassen, was du halt machst im Vergleich zum Text. genau. Das war auch eine Sache, wobei man streiten kann über diese Darstellung, weil was bedeutet 90% Photoshop-Skills? Also, Ja, ich würde das. vielleicht weniger sagen, dass das diese, das ist halt immer das Ding mit diesen Balken. Ne. Also es geht lediglich um die Erfassung. Ich glaube, es Ja. ist schön, wenn man deine Leistung sofort erfasst und nicht einen langen Ich Text denke halt auch. Ich hätte dafür auch. lesen muss. Also, theoretisch Okay, hätte ruhig. ich.
vielleicht hier so ein Bild gehabt und unten dann eine Kachel mit Webdesign, eine Kachel mit Genau. Beratung, eine Kachel mit was das andere, Fotografie, dann sehe ich sofort, ich bin Sebastian, diese drei Sachen kann ich euch anbieten. Genau. Und Wobei was. mich das nämlich jetzt auch irritiert, muss ich sagen, weil Fotografie ist jemand, also da Kein ist jemand ganz Hofnagel, verstehe ich auch anderes dann nicht. da. Und Ne? das wären dann für mich eher so Netzwerk. Das wäre ein Punkt Netzwerk im Netzwerk, Grunde. Partner, Unternehmen, Genau, irgendwie sowas genau. alles. Und genau, für mich, also genau, Fotografie ist einfach nochmal so rangeklatscht, sage ich jetzt mal so, aber eigentlich verkaufst du dich ja als Honert, als Sebastian Honert. Sonst wäre es irgendwie Honert und Partner oder so, wo, Genau. der noch Fotokunst mit anbietet. Aber deine Kernleistung ist ja dieses, wie du es nennst, auf der Startseite Beratung und Webdesign. Und Fotografie ist jetzt so stark, aber es macht jemand ganz anderes. Und du verlinkst eigentlich auch direkt auf eine andere Seite, wenn ich das richtig gesehen Genau, habe. ist draußen auch nochmal hin. Für mich nicht ganz schlüssig. Und genau, und bei Referenzen, auch was Alex sagte, bei Referenzen möchte ich sofort was sehen. Und die Kundenstimmen kann man dann noch hinzufügen. Und vielleicht sogar auch mit einem Foto von dem Kunden. Weil ich fand auch, das war jetzt sehr, sehr, sehr viel Mal Text. kurz drauf gehen, genau. Ja, stimmt, das wäre halt auch noch ganz schön, wenn das möglich wäre, halt ein Foto halt zu bekommen. Ich sehe bei sowas auch immer eher ein Slider, muss ich tatsächlich sagen, weil es ein bisschen, ja, eigentlich angenehmer halt ist, weil ich jetzt in der, also ja nicht unbedingt alle immer das dann alles halt komplett durchlesen. Also ich glaube, ich würde die Kundenstimmen auf jeden Fall auf die Startseite halt bringen. Also überhaupt die Startseite halt deutlich mehr mit Informationen halt füllen, dass da wirklich schon kurz zusammengefasst deine Leistungen stehen, vielleicht wirklich ein Kundenstimmen-Slider und vielleicht auch schon drei Referenzen halt angeteasert oder zwei oder sowas, Genau. dass man ein bisschen leichter einsteigt. Was ich auch nochmal sagen würde zur Bildwelt vielleicht, also ist klar, das Foto von dir ist total sinnvoll, weil das bist du und du trittst als Einzelunternehmer auf. Das hat mich sofort an Kondolenzbuch erinnert, Stimmt. als ich Kundenstimmen gehört habe. Das ist offensichtlich eine Stockfotografie, die erstmal nicht so viel sagt für mich. Und ich würde es bei allen Bereichen nochmal kritisch prüfen, ob du nicht echte Fotos von dir im Gespräch mit Kunden zeigen kannst, wie du jemanden berätst. Und da weniger auf Stockmaterial zugreifen. Genau. Und generell finde ich vielleicht jetzt mal von der Gestaltung her, ich fand die Links recht schwer erkennbar teilweise, weil die doch halt relativ nah am, wo waren wir denn jetzt hier bei Fotografie, ist halt nur ganz dünn unterstrichen und auch noch ein bisschen heller und relativ nah am Fließtext. Also wenn du zum Beispiel, also ich kann verstehen, dass nicht jeder halt Farbe immer einsetzen will, aber dann vielleicht halt zusätzlich noch auszeichnen, indem du den Text bold machst oder Irgendwie sowas auch. Versalien vielleicht verwendest, damit es ein bisschen stärker halt herauskommt. Genau. Mir ist auch aufgefallen, bei den Referenzen, bei den Kundenstimmen, hast du dann noch händisch dann hintergeschrieben URL. Also gehen wir Ach bitte so, auf die Referenzen. Zum Beispiel da, Ah, okay. manchmal, also klassischerweise würde ich sagen, ist im Web gelernt, wenn es unterstrichen ist, ist das dann schon der Link dazu. Man würde nicht noch URL sagen, was im Zweifel jemand, der nicht im Web so bewandert ist, der denkt dann, die Firma heißt Url und wüsste gar nicht, wem er da folgen soll. Genau. Also hier würde ich auch mit Bildern arbeiten, sonst ist es einfach Ja. sehr, sehr, sehr viel Text und Ist ein genau. bisschen unemotional. Ich Ja. glaube, ich würde es, das wird natürlich unterstützt durch die Schwarz-Weiß-Bilder tatsächlich. Ich glaube, entweder musst du in der Bildwelt ein bisschen farbiger werden oder halt irgendeine Form von Monochrom oder ne, du kannst ja auch einen Farbfilter halt drüber legen, sowas. Oder halt an manch anderen Stellen halt einfach ein bisschen eine stärkere, ja, und so ein bisschen eine stärkere Gewichtung, sonst ist alles recht gleich auch gewichtet so Genau. insgesamt. Also, ja, also man könnte ja wirklich selbst in diesem sehr schlanken Design könnte man noch in der Hauptnavigation sparen. Wie gesagt, ich denke nicht, dass man Startseite als Punkt braucht. Nee. Man muss sagen, Leistungsspektrum, Referenzen, Kontakt. Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Wenn man nicht sogar direkt mit Projekten startet. Aber das ist jetzt nochmal eine Philosophie-Diskussion. Genau, das wären so meine Punkte. Grundsätzlich ist es sehr reduziert, schwarz-weiß. Es hat an sich einen ganz guten Stil, aber ich würde wirklich auf randomisierte Sachen wie die Stockfotografie, die in diesem Fall nicht viel heißt und ich finde wirklich eher wie ein Kondolenzbuch aussieht, als irgendwas Sympathisches überträgt, würde ich nochmal drüber nachdenken. Genau. Und die Referenzen sind ja eigentlich das, warum du eingekauft wirst. Also die würde ich viel stärker in den Vordergrund stellen und das vielleicht auch ein bisschen mischen mit deinem Leistungsspektrum.
habe ich gar nicht geguckt, ob da noch was passiert. Okay, Ja, das ist ist alle Monate. ein Bild, ne? Ja. Okay. Da vielleicht auch, da wäre teilweise halt auch schön, hätte man, glaube ich, vorhin schon in dem Chat, wenn manchmal halt auch so ein bisschen genauer halt beschrieben ist, was du halt tust. Was Das hast sind du da auch gemacht? Genau. unterschiedliche Ja, Screens, die zum teilweise gleichen Projekt. zusammengehören, aber ne, wobei das ein anderes Projekt, die beiden sind wiederum das gleiche. Also vielleicht da auch ein bisschen mehr, Na, Sachen ja, zusammenführen, zusammen, ne? genau, Vielleicht auch genau. von zwei, drei Projekten wirklich die Geschichte erzählen, ne? Also, warum hat der Kunde dich beauftragt? Was waren die Probleme? Was hast du gemacht? Warum hast du zum Beispiel die Technologie, du bist ja Entwickler, genutzt und nicht eine andere? Sowas würde mich, glaube ich, dann interessieren. Genau. Genau. Wir haben jetzt noch anderthalb Minuten, wenn ich den Rufus gerade mal anschaue. Korrekt? 2 Minuten. Eine. Eine. Na gut, dann schinden wir hier noch ein bisschen Zeit und tun, als ob uns noch was Interessantes einfällt. Grundsätzlich nochmal, ich schaue nochmal in die Community rein. Genau, da waren noch ähnliches Feedback. Miro sagt auch, Startseite als Link nicht nötig, denke ich auch. Referenzen priorisieren und weiter nach vorne packen. Das habe ich auch Finde gerade ich gedacht. auch. Eigentlich sollte man ja immer das, was am wichtigsten ist, halt auch am höchsten priorisieren. Also sowohl in der Gewichtung der Navigation als auch so, wie man den Content aufbereitet. Und das ist ja eigentlich der wichtigste Content. Genau. Ich würde sagen, damit haben Okay. wir heute einen schönen Übergang gemacht. Wir sind mit Alex Projekt etwas weitergekommen. Vielleicht kannst du nochmal schnell zu XD switchen. Genau, also wir Huch. sind immer noch auf einem roughen Level, haben das Konzept aber etwas verdichtet, die nächsten Prozessschritte schon mal ausdefiniert. Ihr habt gesehen, wie wir eigentlich nur von einem ganz groben Konzept schon mal zu den ersten Screens und dem ersten Flow gekommen sind. Wir haben ein, zwei Portfolios besprochen und euch Features von XD schon mal vorgestellt. Ja, hoffentlich war das nützlich und ihr habt was gelernt. Immer ein paar Feedback kam da ja noch. Und das war's soweit.